Eine Frau mittleren Alters bricht plötzlich zusammen und stirbt. Doch die Mediziner können die Todesursache nicht feststellen. Erst Monate später liefert eine weitere gerichtsmedizinische Untersuchung Beweise, dass die Frau ermordet wurde. Dana Point, Kalifornien. Rund 100 Kilometer südlich von Los Angeles. Ein Paradies für Menschen, die ein ruhiges Leben am Meer suchen. Es ist das Jahr 1988. Auch Janet und Richard Overton leben mit ihrem 17-jährigen Sohn Eric hier. Der 60 Jahre alte Richard ist ein erfolgreicher Berater im Computerbereich und unterrichtet nebenbei als Dozent. Die 46-jährige Janet ist Mitglied des örtlichen Schulrates. Sie war eine so nette Person. Sie lächelte immer und sagte nie etwas Negatives. Die Overtons wohnen in einer ruhigen Sackgasse. Ihre 19-jährige Ehe scheint ein Musterbeispiel dafür zu sein, dass sich Gegensätze anziehen. Während Janet offen auf Menschen zugeht, ist Richard eher ein verschlossener Typ. Er war immer Einzelgänger. Meines Wissens hat er die Highschool in nur 3 Jahren absolviert und war Herausgeber einer der Universitätszeitungen. Wie gesagt, er war ein sehr gebildeter Mann. Janet engagiert sich sehr im Schulrat. Sie nimmt ihre Arbeit dort sehr ernst und ist zeitweise sogar dessen Vorsitzende. Doch an erster Stelle steht für sie ihr Sohn. Sie hatte viel Freude an ihm. Und ich weiß, es war eines ihrer Ziele, ihm bei seinem Highschool-Abschluss das Diplom auf der Bühne persönlich zu überreichen. Am 24. Januar beladen Janet und ihr Sohn Eric den Wagen. Sie wollen den Tag mit Freunden auf einem Boot verbringen. Doch kurz bevor sie mit dem Packen fertig sind, bricht Janet zusammen. Eric alarmiert seinen Vater, der sofort einen Notarztwagen ruft. Beim Eintreffen der Sanitäter ist Janet bewusstlos. Als sie das Krankenhaus erreichen, ist sie tot. Die Autopsie liefert keine Hinweise auf die Todesursache. Sie fanden nichts, was sie als Todesursache hätten deuten können. Gar nichts. Doch Janets medizinische Unterlagen beinhalten Überraschendes. Aus dem Vorjahr sind insgesamt 60 Arzt- und Krankenhausbesuche aufgelistet. Die Verstorbene wurde im Jahr zuvor erstaunlich häufig untersucht. Ihr ging es sehr schlecht. Und deshalb hatte sie eine Reihe von Spezialkliniken aufgesucht. Gefunden wurde allerdings nichts. Sie hatte Schmerzen an verschiedenen Körperteilen. Und dann begann sich ihre Haut an mehreren Stellen zu entzünden. Janets Beschwerden reichen von Übelkeit über Hautreizungen bis zu Schmerzzuständen am ganzen Körper. Sie konnte nur noch sehr langsam gehen. Mit einem Stock als Hilfe und sah wirklich elend aus. Janets Tod ist ebenso rätselhaft wie all die vorhergehenden gesundheitlichen Probleme. Ihr Todesfall im Alter von 46 Jahren wird offiziell unter laufende Ermittlungen geführt. Das heißt mit anderen Worten, die Todesursache ist unbekannt. 6 Monate passiert nichts. Dann bekommt die Polizei einen Anruf von Dorothy Boyer, die früher mit Richard Overton verheiratet war. Dorothy hat von Janets Tod gehört und berichtet Interessantes aus Richards Vergangenheit. Sie behauptet, sich von ihm getrennt zu haben, da Richard ein Bigamist sei. Er habe damals neben ihrer Ehe noch eine weitere Frau mit Kindern gehabt. Er unterhielt 2 Haushalte und hinterging dabei 2 Frauen. Er hatte sein Leben lang Beziehungsprobleme.
Das fing mit seiner ersten Ehe an und setzte sich bei seiner bigamistischen Ehe mit Carolyn Hutchinson und seiner dritten Frau Janet fort. Es gab hier ein eindeutiges Muster. Nach der Scheidung wird Dorothy neben dem Sorgerecht für ihre Kinder auch das gemeinsame Haus zugesprochen. Richard ist darüber sehr erbost. Wenig später leidet Dorothy ganz plötzlich unter Hautreizungen, Übelkeit und Schmerzen. Die gleichen Symptome wie bei Janet Overton. Einen Tag nach der Scheidung besucht Richard Dorothy, um Regelungen bezüglich der Kinder zu besprechen. Kurz nachdem er gegangen ist, bemerkt Dorothy einen ungewöhnlichen Geruch. Es ist die Milch. Beunruhigt bringt sie die Flüssigkeit für eine Untersuchung ins Polizeilabor. Die Wissenschaftler finden große Mengen Selen. In dieser Dosis giftig. Dorothy beschuldigt Richard, das Selen bei seinem Besuch in die Milch gemischt zu haben. Als man ihn verhört, gesteht er. Dorothy verzichtet jedoch darauf, gerichtlich gegen ihren Ex-Mann vorzugehen. Er musste gestehen, ja, ich habe es getan. Man schickte ihn in eine Therapie zur Aggressionsbewältigung. Danach unternahm er einen zweiten Anschlag auf Dorothy, den er jedoch bestritt. Daraufhin stellte sie ihm ein Ultimatum. Wenn du mit mir oder irgendjemand in meiner Familie noch einmal so etwas versuchst, lasse ich dich in Handschellen abführen. Von da an ließ er sie in Ruhe. Als Lieutenant Carney diese Geschichte hört, will er Janet Overtons Leiche für eine erneute Autopsie exhumieren lassen. Doch es gibt ein Problem. Ihr Körper wurde eingeäschert. Und so bleibt dem Toxikologen Paul Sedgwick nur, Janets Blut- und Gewebeproben von der ersten Autopsie noch einmal zu untersuchen. Als er diese Proben auf Selen testet, ist das Ergebnis negativ. Ein Rückschlag. Doch dann enthüllen weitere Ermittlungen ein Geheimnis. Janet hatte ein langjähriges Verhältnis mit Bill Dawson, einem Kollegen aus dem Schulrat. Ihm gehört auch das Boot, mit dem sie an ihrem Todestag in See stechen wollte. Mr. Dawson war sehr offen und ehrlich. Er wusste, dass diese Enthüllung seiner Karriere schaden könnte. Dawson gibt zu Protokoll, dass er mit Janets Tod nichts zu tun hat. In Janets Haus entdeckt die Polizei 133 Computerdisketten und Dutzende von Tagebüchern. Alle sind von Richard Overton geschrieben, einige davon auf Russisch und Spanisch. Wenn man die Inhalte der Tagebücher und Disketten liest, erscheint die Beziehung zwischen Richard und Janet Overton in einem anderen Licht. Bei meinen Befragungen hieß es, es wäre eine liebevolle, gefestigte Beziehung gewesen. Aber das passt überhaupt nicht zu dem, was Richard in seinen Tagebüchern schrieb. Besonders interessant ist, was Lieutenant Carney in den Tagebüchern nicht findet. Ich schlug die Tagebuchseite vom 24. Januar auf, dem Tag, an dem Janet gestorben ist. Er hatte diesen Teil der Seite aus dem Tagebuch herausgeschnitten. Auch viele der Disketten enthalten Dokumente, aus denen Teile herausgelöscht worden sind. Sie werden zur Analyse an eine Firma geschickt, die sich auf Spurensicherung bei Computern spezialisiert hat. Wenn man am Computer Teile eines Dokumentes oder ganze Dateien entfernt, sind sie nicht sofort gelöscht. Der Platz wird zunächst auf der Festplatte als Speicher freigegeben. Solange dieser Speicherplatz nicht belegt wird, ist das Gelöschte noch vorhanden und kann von Computerspezialisten aufgespürt und zugänglich gemacht werden. Eine gelöschte Datei ist nicht verschwunden. Eine gelöschte Datei verliert nur in der Directory den Indikator, dass man auf diese Datei zugreifen kann. Dementsprechend kann man mit der entsprechenden Software, und die haben wir, die Möglichkeit eröffnen, auf diese Dateien wieder zuzugreifen. Die noch vorhandenen Informationen auf Richards Festplatte lassen erkennen, dass er von Janets Affäre mit Bill Dawson wusste und dass er wütend darüber war. Seine Aufzeichnungen enthüllen das ganze Ausmaß einer tief gestörten Beziehung.
Etwa eine Woche vor ihrem Tod schrieb er, die Hassliebe zwischen mir und Janet ist in blanken Hass umgeschlagen. Ich werde mich bald darum kümmern. Einige Textstellen in den handgeschriebenen Tagebüchern sind mit Tippex geweißt worden. Carney vermutet, dass der verdeckte Text wichtige Hinweise liefern kann und schickt die Tagebücher zur Analyse ins kriminaltechnische Labor. Der Dokumentenexperte brachte uns das Tagebuch und wollte wissen, ob wir irgendeine Lichtquelle hätten, mit der man die Informationen unter der Korrekturflüssigkeit lesbar machen könnte. Black benutzt einen Laser, dessen Einsatz 1988 noch neu und unerprobt war. Das Verfahren war einfach. Wir strahlten mit dem Laser die Rückseite des Papiers an, um die Schrift unter der Korrekturflüssigkeit zum Leuchten zu bringen. Die Methode funktioniert. Einige der versteckten Eintragungen bestätigen, wie schwer die Ehe der Overtons mit Problemen belastet war. Er hatte ihre Streitigkeiten dokumentiert und was sie zu ihm über ihre nicht funktionierende Beziehung gesagt hatte. Die Ehe der Overtons brach im Laufe der Zeit immer mehr auseinander. Und irgendwann wurde es dann so schlimm, dass Richard und Janet überhaupt keinen Kontakt mehr hatten. Sie schliefen in getrennten Schlafzimmern und aßen auch getrennt. Janet wollte sofort nach Erics Highschool-Abschluss ausziehen. Das vertraute sie einigen ihrer Freunde an. Und Richard wusste das. Die Tagebücher waren wichtig, weil sie ein Motiv erkennen ließen. Wir sahen, was sich zwischen Janet und Richard von Tag zu Tag abspielte. Alles wurde in diesen Tagebüchern aufgeführt. Und wenn ich sage alles, meine ich auch alles. Nur eines verraten die Tagebücher nicht. Hat Richard irgendetwas mit Janets Tod zu tun? Und wenn ja, was? Gerichtsmediziner haben nach Janet Overtons mysteriösem Tod ihre Gewebeproben auf eine Überdosis Selen untersucht. Das Ergebnis ist negativ, trotz eines naheliegenden Verdachts. Ehemann Richard Overton hatte nämlich Jahre zuvor gestanden, seiner damaligen Frau Dorothy Selen in ein Getränk gemischt zu haben, da er sich über die Umstände ihrer Scheidung geärgert habe. Dorothy hat damals auf weitere Untersuchungen verzichtet. Doch das Geständnis veranlasst die Ermittler, Janets Gewebeproben ein weiteres Mal untersuchen zu lassen. Und tatsächlich kommt dem Toxikologen ein merkwürdiger Geruch nach bitteren Mandeln entgegen. Innerhalb von Sekunden stieg mir der Geruch von Cyanid in die Nase. Ich war etwa 60 bis 90 Zentimeter entfernt und es gab keinen Zweifel, das war Cyanid und zwar in großen Mengen. Cyanid, auch als Cyankali bekannt, ist hochgiftig. Es am Geruch erkennen zu können, ist eine besondere Fähigkeit, die nichts mit dem Fachwissen des Experten zu tun hat. Die aus dem Cyankali freigesetzte Blausäure können nur wenige Personen riechen. Ich gehe von etwa 20% der hiesigen Bevölkerung aus. Manche meinen 50%, ist jedenfalls nur ein Teil der Bevölkerung, die es riechen kann, ist offensichtlich genetisch bedingt. Geruch allein reicht als Beweis aber nicht aus. Wenn ich dann den Verdacht einer, dass Blausäure in der Probe enthalten ist, habe, dann nimmt man beispielsweise einen Teststreifen und kann dort an der Blaufärbung bekommt man einen zweiten Hinweis, dass eine Cyanidvergiftung oder eine Cyanid in der Probe vorhanden ist. Und um zu wissen, ob eine Vergiftung vorliegt, muss man ein quantitatives Verfahren durchführen. Das wird dann am Blut und am Gehirn durchgeführt. Und so geht auch der Toxikologe Paul Sedgwick vor. Er vermischt eine Probe von Janets Mageninhalt mit Wasser und Natriumhydroxid. Zu dieser Mischung gibt er etwas Eisensulfat und bringt das Ganze zum Kochen. Wenn Janet mit Cyanid vergiftet worden ist, müsste sich die Mischung blau färben. Das Ergebnis ist positiv. Und da das Cyanid aus Janets Magen stammt, kann sie es nur kurz vor ihrem Tod zu sich genommen haben. Doch die Toxikologen stoßen auf mehr.
Auch in Janets Hirngewebe sind Spuren von Cyanid. Ein Hinweis darauf, dass sie das Gift schon früher mehrfach geschluckt haben muss. Und Spuren von Cyanid werden auch in einigen der pflanzlichen Medikamente gefunden, die Janet eingenommen hat. Sedgwick muss nun herausfinden, ob das Cyanid von den Medikamenten stammen könnte und testet deren einzelne Substanzen. Ich habe sie zermahlen und ich habe frische Unzermahlene genommen. Ich habe sie in ein Röhrchen gesteckt, leicht gesäuert und dadurch den Mageninhalt simuliert. Ich habe versucht, sie in der Säure zu zerstampfen und sie auf jede erdenkliche Art zu mischen, um zu sehen, ob irgendeine Spur von Cyanid vorhanden wäre oder aus dieser Zusammensetzung entstehen könnte. Und dann habe ich daran gerochen und die Proben auf ihre chemischen Bestandteile untersucht, aber ich fand in keiner der Zutaten Cyanid. Cyanid kann sich auch von selbst in den von Toten entnommenen Blutproben bilden. In nach dem Tod entnommenen Blutproben können messbare Mengen von Cyanid entstehen, aber nur in außerordentlich geringen Mengen. Also muss nun geklärt werden, ob das Cyanid durch Lagerung entstanden sein kann. Scotland Yard wird um Hilfe gebeten. Ich rief Scotland Yard an, weil sie dort mit mehr Giftfällen zu tun haben, als wir hier in den Staaten. Ich rief also dort an und fragte nach einem Experten, der sich mit Cyanid auskennt und sich darauf spezialisiert hat. Daraufhin wurde ich an Brian Ballantyne verwiesen, einen der führenden Cyanidexperten weltweit. 7 Monate nach Janets Tod wurden in ihrer Blutprobe 2 Mikrogramm Cyanid pro 100 Milliliter Blut festgestellt. Dieser Wert deckt sich mit den Mengen, die in anderen Fällen von Cyanidvergiftung festgestellt wurden. Dr. Ballantyne untersucht die Lagerbedingungen des Labors, in dem Janets Gewebeproben aufbewahrt wurden. Rechnerisch bestimmt er die Geschwindigkeit, mit der sich das Cyanid dort abbaut und verflüchtigt. Nach Abschluss seiner Tests steht fest, dass die noch vorhandene Cyanidmenge nicht natürlichen Ursprungs sein kann. Es handelt sich hier um den Tod durch akute Cyanidvergiftung. Da Cyanid schnell wirkt, muss es Janet kurz vor ihrem Tod verabreicht worden sein. Ihr Liebhaber Bill Dawson kann nicht der Mörder sein, da er für den Zeitpunkt des Todes ein Alibi hat. Er war auf seinem Boot. Einziger Verdächtiger bleibt Richard Overton. Doch woher hatte er das Cyanid? Die Ermittler können diese Frage schnell klären. Ein Freund von Richard besitzt eine Gold- und Silbermine. In dessen Haus ist ein Labor, in dem sich Cyanid befindet. Beim Bergbau wird Cyanid benutzt, um wertvolles Metall aus dem Rohgestein zu lösen. Während dieser Mann in seiner Mine war, kümmerte sich Richard regelmäßig um das Haus, schaute nach der Post, fütterte die Tiere und Ähnliches. Die Staatsanwaltschaft kann nun beweisen, dass Richard nicht nur Zugang zur Mordwaffe hatte, sondern auch die Gelegenheit und ein Motiv. 3 Jahre nach Janets Tod wird Richard Overton verhaftet und des Mordes an seiner Frau angeklagt. Er beteuert seine Unschuld. Es gibt einen berühmten und weisen Spruch, der besagt, du wirst die Wahrheit erfahren und die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit ist, ich bin unschuldig. Es ist eine Sache zu sagen, wir haben die Todesursache und die heißt Cyanid. Aber es ist etwas völlig anderes, das den Geschworenen zu beweisen. Und das war unsere Aufgabe, die 12 Geschworenen vor Gericht zu überzeugen. Richard Overton war nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft eifersüchtig auf seine Frau, die durch ihre Arbeit im Schulrat bekannt und beliebt war. Als Richard dann erfährt, dass Janet eine Affäre hat, ist er schwer getroffen. Nach einem Arbeitstag sollte es in einer Ehe, egal ob sie nun lang oder kurz ist, etwas geben, worauf man sich zu Hause freut. In Janets Fall gab es nichts, worauf sie sich zu Hause freuen konnte. Als Richard herausfindet, dass Janet sich scheiden lassen will, wird er wütend und sinnt nach Rache. Es tritt die gleiche Situation ein wie mit seiner früheren Frau Dorothy.
Die macht vor Gericht als Zeugin der Anklage eine Aussage zu dem früheren Giftanschlag. Richard Overton sagt zu seiner eigenen Verteidigung aus. Er konnte diesen Giftanschlag auf Dorothy Boyer nicht logisch erklären und sagte, er hätte einen dummen Scherz machen wollen. Ich glaube, das war wirklich übel, so etwas zu sagen. Und natürlich hatten die Geschworenen dafür kein Verständnis. Die gerichtsmedizinischen Beweise gegen Overton sind erdrückend. Zum einen gibt es die toxikologischen Untersuchungen, die eine Cyanidvergiftung beweisen. Zum anderen gibt es die Indizien in Overtons Tagebüchern. Sie machen deutlich, in welchem Gemütszustand er sich zum Zeitpunkt von Janets Tod befand. Vermutlich hat Richard ihr morgens einen richtigen Giftcocktail in den Orangensaft gemischt. Als sie den getrunken hatte, wollte sie mit ihrem Sohn Eric Wale beobachten gehen. Sie kam nur bis zur Einfahrt. Er war sehr clever und wäre fast damit durchgekommen. 7 Jahre nach Janets Tod wird Richard Overton des Mordes für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haft ohne Bewährung verurteilt. Richard Overton ließ dann seine Maske fallen. Er hielt sich für so intelligent, für so überlegen, dass er den Ermittlern nichts zutraute. Er bemerkte seinen Irrtum erst, als es schon zu spät war. Ich war sehr erleichtert, dass die Gerechtigkeit am Ende gesiegt hat, dass klar wurde, dass er es getan hat und dafür büßen musste. Und ich war immer noch traurig, dass sie nicht mehr da ist und unter diesen Umständen sterben musste. Overtons Ex-Frau Dorothy Boyer stirbt 1999 an Lymphdrüsenkrebs. Vielleicht hatte dies mit der über Jahre andauernden Vergiftung durch Selen zu tun. Das kann die Wissenschaft oder der derzeitige Stand der Technik jedoch nicht zweifelsfrei beweisen. Durch unseren Job werden Verdächtige entlastet oder belastet. Beides ist okay. Aber zugegeben, einen Mörder zu finden, zu überführen und aus dem Verkehr zu ziehen, das ist schon eine besondere Genugtuung. Ein Entführer erlaubt seinem Opfer, in einem Brief an die Familie sein Testament aufzusetzen und quält dann die Eltern mit Anrufen. Haben Sie den Brief heute bekommen? Ja. Gut, dann wissen Sie ja, dass dieser Anruf kein Scherz ist. Eine Fangschaltung hilft nicht weiter. Doch der letzte Wille des Opfers liefert den Wissenschaftlern den entscheidenden Hinweis. Die 17-jährige Sherry Smith hat gerade die Schule abgeschlossen. In 2 Tagen soll sie bei ihrer Abschlussfeier an der Lexington High School die Nationalhymne singen. Danach will sie mit ihren Klassenkameraden auf eine Segeltour gehen. Sie war der Mittelpunkt unserer Familie und immer gut gelaunt. Am 31. Mai 1985 kommt Sherry nachmittags von Freunden zurück. Sie hält am Briefkasten, der etwa 250 Meter vom Haus entfernt ist. Ihr Vater, der zu Hause in seinem Büro arbeitet, sieht sie dort ankommen. Nach 5 oder 10 Minuten wurde mir plötzlich bewusst, dass Sherry noch nicht ins Haus gekommen war. Ich hatte das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt. Ich lief durchs Haus, ging in die Garage und fuhr mit dem Auto zum Briefkasten. Bob Smith findet den Wagen seiner Tochter mit offener Tür, der Motor läuft und auf dem Sitz liegt Sherrys Handtasche. Ich sah Fußabdrücke zum Briefkasten hin, aber keine, die zurückführten. Er sagte, Liebling, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber Sherrys Auto steht am Ende der Einfahrt mit laufendem Motor und sie ist nicht da. Ich weiß noch, wie ich sagte, oh mein Gott, nicht meine Sherry. Voller Panik ruft das Ehepaar beim Sheriff von Lexington County an. In der Nähe des Briefkastens lag Post auf dem Boden. Vermutlich war sie aus dem Auto gestiegen, um die Post zu holen, und wurde genau in diesem Moment entführt. Der Sheriff von Lexington County, Jim Metz, organisiert sofort die größte Suchaktion in der Geschichte South Carolinas.
Wir wussten nicht, ob Sherry ihren Entführer kannte oder nicht. Wir hatten jedenfalls keinen Grund anzunehmen, dass sie weggelaufen oder einfach alleine weggegangen war. Wer auch immer unsere Tochter Sherry gefangen hält, wir wollen sie zurückhaben. Wir vermissen sie, wir lieben sie und bitte schicken Sie sie nach Hause zurück, wo sie hingehört. Den Eltern bleibt nichts, als zu warten. Die Familie Smith war in unserer Gemeinde sehr beliebt und es gab keinen Grund für die Entführung, außer vielleicht Erpressung von Lösegeld. Wir erwarteten also, dass der oder die Täter mit der Familie Kontakt aufnehmen würden. Die Vermutung des Sheriffs bestätigt sich. Zwei Tage nach Sherrys Entführung erhalten die Smiths einen Anruf. Ein Mann mit verzerrt klingender Stimme will mit Frau Smith sprechen. Als Beweis, dass es sich nicht um einen Scherz handelt, beschreibt er den schwarz-gelben Badeanzug, den Sherry unter ihrer Kleidung trägt. Er sagte, er würde sie freilassen. Er sagte, es gehe ihr gut. Sie würden fernsehen, sie esse ein wenig und dass er ihr viel Wasser gebe und es ihr sehr gut gehe. Der Entführer stellt keine Lösegeldforderung, kündigt den Smith für den nächsten Morgen aber einen Brief an. Ich dachte, das ist einer, der Erfahrung mit solchen Verbrechen hat. Wahrscheinlich ist er nicht das erste Mal in ein Sexualverbrechen verwickelt und hat das Ganze schon länger geplant. FBI-Agent Walker sieht in dem Brief die beste Chance, Sherry zu finden. Wir weckten am Wochenende den Postchef in Lexington, fuhren zum Postamt und sahen alle Briefe durch. In Plastikhandschuhen durchsuchten wir die Post, bis wir den Brief fanden, der an uns adressiert war. In dem Umschlag sind zwei von Sherry geschriebene Seiten. Auf der ersten steht Letzter Wille und Testament. Ich fühlte mich völlig hilflos, aber Hoffnung hatte ich noch. Gehofft habe ich bis zum Schluss, aber ich war absolut hilflos. Die Worte Letzter Wille und Testament machten mich fertig. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Und dann das Allerschlimmste, ich musste den Brief meiner Frau zeigen. Bitte lasst euch durch das hier nicht euer Leben zerstören, steht in Sherrys Brief. Lebt einfach weiter, Tag für Tag, für Jesus. Irgendetwas Gutes wird dabei herauskommen. Meine Gedanken werden immer bei und in euch sein. In Klammern stehen die Worte, Sarg geschlossen. Dass der Täter sein Opfer noch ein Testament schreiben ließ, ist besonders grausam. Denn es ist eine ganz bewusste Art von psychischer Folter. Dem Täter kommt es aus psychologischer Sicht ausschließlich darauf an, dem Opfer höchstmögliche Qualen zuzufügen. Wenn das Opfer sein eigenes Testament aufsetzen muss, dann wird es in ein Horrorszenario geschleudert und der Täter erweckt in dem Opfer den Eindruck, als sei es derjenige, der jetzt unmittelbar mit verbundenen Augen vor einem Erschießungskommando steht und seine letzten Worte formulieren darf. Und die Qualen, die das Opfer in diesen Situationen erleidet, sind genau der Kick, der Thrill, den der Täter anstrebt, den er braucht, um seine seelische und vielleicht auch körperliche Befriedigung zu bekommen. Sheriff Metz schickt den Brief sofort an das rechtsmedizinische Labor von South Carolina. Dort wird er von dem Schriftstück-Experten Mickey Dawson untersucht. Ich schaute mir die Schrift an und versuchte herauszufinden, ob es auf dem Papier irgendwelche Spuren gab. Nach dem Eintreffen des Briefs ruft der Entführer die Smith noch einmal an. Haben Sie heute die Post bekommen? Ja, das habe ich. Glauben Sie mir jetzt? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen glauben kann, weil ich noch nicht mit Sherry gesprochen habe. Und ich muss wissen, ob es Sherry gut geht. Das werden Sie in 2 oder 3 Tagen erfahren. Warum in 2 oder 3 Tagen? Blasen Sie die Suche ab. Wenn ein Täter seine Stimme durch den Einsatz eines Störgerätes verzerrt,
geschieht dies in aller Regel deshalb, um die eigene Identität zu schützen bzw. zu verschleiern. Das ist klar. Wenn wir aber diesen Fall ganzheitlich betrachten, ergibt sich ein weiterer Aspekt, der unbedingt Beachtung verdient. Nämlich, es könnte doch sein, dass der Täter das entführte Mädchen gekannt hat und unter Umständen auch näheren Kontakt gefunden hat zu den Eltern. Insofern wäre der Einsatz dieses Störgerätes nicht nur geboten, sondern zwingend erforderlich. Und wenn sich diese Hypothese bewahrheitet, hätte man einen wertvollen Ermittlungsansatz, der durchaus in den Dunstkreis des Täters führen kann. Am selben Abend ruft er nochmals an und betont, dass Sherry am Leben ist und deutet ihre baldige Freilassung an. Ich will Ihnen noch eins sagen. Sherry ist jetzt ein Teil von mir. Körperlich, geistig, gefühlsmäßig, seelisch. Unsere Seelen sind jetzt eins. Der Anruf kommt aus einer öffentlichen Telefonzelle bei einer Drogerie im Zentrum von Lexington. Aber die Polizei braucht 15 Minuten, um das Gespräch zurückzuverfolgen und an den Ort des Anrufs zu gelangen. Der Entführer ist zu kurz am Telefon, um ihn schnappen zu können. 5 Tage nach der Entführung ruft der Kidnapper erneut an und spricht sowohl mit Mutter Hilda als auch mit Sherrys 21-jähriger Schwester Dawn. Okay, um 4.58 Uhr morgens. Nein, tut mir leid. Einen Moment. Samstagmorgen um 3.10 Uhr. Am 1. Juni hat sie das geschrieben, was sie bekommen haben. 4.58 Uhr morgens. Samstag, den 1. Juni. Okay, Samstag, 1. Juni, 4.58 Uhr. Wurden wir eine Seele? Wurden wir eine Seele? Was soll das heißen? Keine Fragen jetzt. Sagen Sie Sheriff Metz, er soll nicht weitersuchen. Der Segen ist nah. Bitte bringen Sie meine Tochter nicht um, bitte. Wir lieben und vermissen Sie alle. Schlafen Sie gut. Auf Wiedersehen. Einen Moment noch. Er ist weg, Mama. Am nächsten Tag ruft er noch einmal an. Hallo? Hören Sie gut zu. Fahren Sie den Highway 378 nach Westen bis zum Kreisverkehr. Nehmen Sie die Ausfahrt Prosperity. 2,5 Kilometer weiter biegen Sie am Schild Moose Lodge 103 rechts ab. Fahren Sie knapp 500 Meter weiter. Am weißen Holzhaus biegen Sie links ab. Gehen Sie in den Garten. 2 Meter weiter, dort warten wir. Gott hat uns auserwählt. Ich flehte die Polizei an, lassen Sie mich mitgehen. Lassen Sie mich mit Ihnen gehen, um Sherry zu finden. Doch die Ermittler bleiben hart und gehen allein. Im Garten des Holzhauses finden sie Sherrys Leiche. Sie trägt das gelbe Top und die weißen Shorts, in denen sie zuletzt gesehen worden ist. Die 17-jährige Sherry Smith ist entführt und ermordet worden. Ihre Leiche ist im Garten eines abgelegenen Holzhauses gefunden worden. Der Täter hat der Familie telefonisch den Weg zu diesem Ort beschrieben. Die Autopsie ergibt, dass Sherry schon seit einigen Tagen tot ist. Wenn der Täter die Ermittler an den Ort führt, wo er die Leiche abgelegt hat, ist das ein sehr ungewöhnliches Verhalten, weil der Täter ein Beweismittel an die Polizei gibt, das sehr wertvoll ist. Aus psychologischer Sicht muss man sagen, dass der Täter hierdurch 2 Botschaften formuliert. Zum einen, ich will endlich ernst genommen werden. Möglicherweise hat er im Zuge der Ermittlungen und auch im Gespräch mit den Eltern den Eindruck gewonnen, die nehme ich nicht ernst. Und es passiert genau das, was in seinem bisherigen Leben immer passiert ist, dass man ihn nicht ernst nimmt. Und zum Zweiten könnte dies der Auftakt zu einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei sein. Die Ermittler glauben, dass Sherry am 1. Juni morgens um 4.58 Uhr getötet wurde. 2 Stunden, nachdem sie den Brief geschrieben hatte. Das ist die Zeit, die der Entführer in einem Telefonat versehentlich nannte, sich dann aber korrigierte. Stimmt diese Annahme, dann hat Sherry nach ihrer Entführung nur noch 12 Stunden gelebt.
Ich werde nie die von ihr geschriebenen Worte "Sarg geschlossen" vergessen. Können Sie sich vorstellen, was ihr durch den Kopf gegangen sein muss? Zu diesem Zeitpunkt war ihr klar, dass sie sterben würde und der Sarg geschlossen werden müsste. FBI-Agent Walker glaubt, dass der Killer Zeit schinden wollte, während die Leiche schon im Freien lag. Er wollte die Chancen der Ermittler verringern, wichtige forensische Spuren zu finden. Die Rechtsmediziner entdecken Überreste von Klebeband in Sherrys Gesicht, was auf einen Tod durch Ersticken hindeuten könnte. Ihre Haare waren bedeutend kürzer. Er hatte das Klebeband aus ihren Haaren geschnitten, um nichts davon zurückzulassen. Das sagte mir, er muss einige Erfahrung haben oder zumindest kriminelles Geschick. Anhand der Vorgehensweise von Tätern, die ähnliche Verbrechen begangen haben, erstellt das FBI ein Täterprofil. Das Profil, das wir von ihm entwickelten, beschrieb einen weißen Mann, der eine gescheiterte Ehe hinter sich hatte und jetzt vermutlich ledig war. Mitte bis Ende 20 oder Anfang 30, mit Vorstrafen wegen Sexualdelikten. Von FBI-Experten für die Analyse von Tonsignalen erfahren die Ermittler, dass der Entführer seine Stimme mit Hilfe eines sogenannten variablen Umlaufreglers verzerrt hat. Wir nahmen an, dass er sich durch seine Arbeit oder eine technische Ausbildung mit Elektronik auskannte. Der Mörder hat wahrscheinlich alles genau geplant und aus seinen Aufzeichnungen abgelesen. Deutlich wurde das, als er sich wegen des Zeitpunkts von Sherrys Brief korrigierte. Okay, um 4.58 Uhr morgens. Nein, tut mir leid, einen Moment. Der letzte Schlag für die Familie ist der Anruf des Mörders am Abend von Sherrys Beerdigung. Es ist ein R-Gespräch. Er wollte uns sagen, wie er Sherry getötet hatte. Und er fragte, kommen Sie damit klar? Wer würde damit klarkommen? Aber wir hatten keine Wahl. Wir mussten die Verbindung irgendwie aufrechterhalten, um herauszufinden, wo er war. Dass der Täter den Eltern Details über die Ermordung des eigenen Kindes mitteilt, ist höchst ungewöhnlich. Für den Täter stellt es aber die Möglichkeit dar, seine perversen Bedürfnisse auf unmittelbare Art und Weise zu befriedigen. Dieser zwischenmenschliche Kontakt, dieses Ohr an Ohr, Stimme an Stimme, ist genau das, was der Täter anstrebt, der Kick, der Thrill, sich eines Menschen auf eine Art und Weise zu bemächtigen, gegen die er letztendlich hilflos ist. Das ist der Kick, darum geht es. Einige Wochen später ruft der Mörder wieder an. Dieses Mal will er aber nicht über Sherry sprechen. Haben Sie von Deborah May Helmick gehört? Nein. Die 10-Jährige. H-E-L-M-I-C-K. Aus Richland County? Ja, okay. Dann hören Sie gut zu. Wenn der Täter ernstzunehmende Hinweise auf eine weitere Entführung und drohende Ermordung eines Opfers gibt, dann kann dies natürlich auch ein Hinweis an die Polizei sein, beziehungsweise der Auftakt für ein perfides Spiel, das er gerne mit der Polizei treiben möchte. Er als derjenige, der die Spielregeln bestimmt, er ist der Regisseur und die Polizisten sind die Komparsen. Das ist genau das, was er anstrebt, dieses Hochgefühl, diese Machtposition, die er sich einverleiben möchte. Zwei Wochen nach Sherry Smith wird Deborah May Helmick entführt. Vor dem Wochenendhaus ihrer Eltern in Richland County, knapp 40 Kilometer vom Wohnort der Smith entfernt. Ein Nachbar sieht, wie sich ein Wagen nähert. Jemand steigt aus, schnappt sich Deborah und fährt schnell davon. Genau wie Sherry ist Deborah ein hübsches, blondes Mädchen mit blauen Augen. Aber sie ist noch ein Kind. Turn right. Fahren Sie rechts in den letzten Feldweg vor dem Stoppschild Two Knots Road. Passieren Sie die Absperrung und die Schilder Zutritt verboten. Gehen Sie 50 Meter weiter, dann etwa 10 Meter nach links. Deborah May wartet dort. Gott vergebe uns allen. Ich dachte, das ist derselbe Täter. Jetzt ist klar, ein Serienmörder geht um. Ausgehend von ihren kriminalistischen Recherchen glauben die Ermittler, dass der Mörder noch mehr zwanghaftes Verhalten an den Tag legt. Er wird Gewicht verlieren, stark trinken,
sich nur unregelmäßig rasieren und das Bedürfnis haben, über den Mord zu sprechen. In der Gerichtsmedizin von South Carolina untersuchen die Wissenschaftler weiterhin Sherrys Testament. Es ist auf liniertem Papier eines Notizblocks geschrieben. Der Dokumentenexperte Mickey Dawson hofft mit Hilfe eines elektrostatischen Spürgerätes, eventuell verborgene Bilder, Worte oder Abdrücke von einer vorherigen Seite des Blocks sichtbar machen zu können. Als ich den Brief erhielt, nahm ich ihn mit ins Labor und öffnete ihn auf sterilem Papier. Ich trug Handschuhe und nahm die Seiten auseinander, schaute mir jede Seite an, machte die übliche Voruntersuchung und dann wurde jede Seite einzeln in eine befeuchtete Schachtel gelegt. Durch die erhöhte Feuchtigkeit des Papiers soll die Leitfähigkeit verbessert werden. Das Dokument wird dann auf eine Messingplatte gelegt und ein Magnetfeld wird aktiviert. Anschließend wird mit einem Pinsel eine Substanz aufgetragen, die dem Pulver für Fingerabdrücke sehr ähnlich ist. Durch eine Kombination von all dem werden unsichtbare Dinge sichtbar. Dawson findet tatsächlich etwas auf dem Papier. Darauf standen offene Rechnungen und eine Liste mit Namen und Telefonnummern, die jemand im Notfall anrufen sollte. Dawson kann einen Teil einer Nummer erkennen. Die ersten drei Zahlen, 205, sind die Vorwahl von Alabama. Die nächsten drei, 837, die Nummer für Huntsville. Aber von den letzten vier Ziffern der kompletten Telefonnummer sind nur drei zu erkennen. Sie probierten an der fehlenden letzten Stelle einfach alle neun Ziffern durch und fanden eine Nummer, die existierte. Ich rief diesen Mann in Alabama an und fragte, haben Sie Verwandte in South Carolina? Er sagte, ja, Mutter und Vater. Der Vater dieses Mannes ist der 50-jährige Elektriker Alice Shepard. Er lebt nur 24 Kilometer von Sherry Smiths Wohnort entfernt. Telefonaufzeichnungen belegen, dass einige Anrufe aus dem Haus von Shepard gekommen sind. Die Polizei verhört ihn. Ich hatte keine Angst, aber es war natürlich ein Schock, dass sie mit mir sprechen wollten. Shepard hat keine Ahnung, warum die Telefonnummer seines Sohnes auf Sherrys letztem Willen gefunden wurde. Er sagt, er hätte zur Zeit von Sherrys Entführung mit seiner Frau Urlaub gemacht. Ein Alibi, das sich als stichhaltig erweist. Die Polizei spielt ihm eine Aufnahme mit der Stimme des Mörders vor. Ich sagte, verdammter Dreckskerl. Sie fragten, was? Und ich sagte, das ist Larry Jean Bell. Sie waren ganz aufgeregt, weil sie wussten, dass sie jetzt den richtigen hatten. Larry Jean Bell arbeitet für Shepard und verlegt mit ihm zusammen elektrische Leitungen. Während des sechswöchigen Urlaubs der Shepherds hat Bell auf ihr Haus aufgepasst. Ich schrieb Bell eine Menge Telefonnummern auf, die er vielleicht brauchen könnte, während wir weg waren. Shepard gibt die Seiten mit seinen Notizen den Ermittlern. Die Originale werden über Sherrys letzten Willen gelegt. Deren Abdrücke sind identisch mit denen, die sich auf Sherrys Brief befinden. Damit ist bewiesen, dass Sherry das Blatt direkt darunter benutzt hat. Die Shepherds sagen aus, Bell habe sie vom Flughafen abgeholt und dabei von nichts anderem gesprochen als von der Entführung und dem Mord an Sherry Smith. Bell habe an Gewicht verloren, sei unrasiert gewesen und habe einen sehr erregten Eindruck gemacht. Dies ist ein Polizeivideo, das im Haus der Shepherds aufgenommen wurde. Die Ermittler finden im Badezimmer sechs blonde Haare, die Sherrys Haaren ähneln. Die Briefmarke mit einer Ente, die auf Sherrys Brief klebte, passt zu einem Briefmarkenbogen in Alice Shepherds Schreibtischschublade. Am nächsten Morgen wird Larry Jean Bell verhaftet. Er schien schockiert, dass die Polizei ihn ausfindig gemacht hatte.
Wie vom FBI vermutet, hat Bell tatsächlich schon mehrere Sexualdelikte begangen. Er war wegen obszöner Anrufe in Schwierigkeiten geraten und einmal hatte er versucht, eine Mitstudentin von der Universität South Carolina zu entführen. Bei der Befragung bestreitet Bell jede Beteiligung an den beiden Morden. Das Einzige, was er immer sagte, war, dieser Larry Jean Bell hat es nicht getan. Es war der böse Larry Jean Bell. Im Januar 1986 kommt Larry Jean Bell wegen Mordes an Sherry Smith vor Gericht. Die Geschworenen brauchen nur 47 Minuten, um zu einem Urteil zu kommen. Es lautet, schuldig der Entführung und des Mordes. Larry Jean Bell wird zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Wegen der Entführung und Ermordung von Deborah Helmick wird er ein zweites Mal vor Gericht gestellt. Die Geschworenen dort kommen zum gleichen Urteil. 10 Jahre nach seiner Verurteilung ist Larry Jean Bell der letzte Straftäter, der im US-Staat South Carolina auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird. ...140 Kilometer nördlich von New York City. Eine Gefängnisaufseherin wird an ihrem Arbeitsplatz vermisst. Im Gefängnis fehlt jede Spur von ihr. Keiner der Insassen oder Wärter weiß, wohin sie gegangen ist. Keiner hat etwas Verdächtiges bemerkt. Wie kann es sein, dass eine Wärterin in einem überfüllten Hochsicherheitsgefängnis einfach verschwindet? Staatsgefängnis Green Haven, eine der härtesten Strafvollzugsanstalten in den USA. Eine überfüllte Anstalt voller Gewalt. 1800 der brutalsten Kriminellen aus dem Staat New York verbüßen hier ihre Haftstrafen. Ich glaube, Green Haven war zu der Zeit im Staat das Superhochsicherheitsgefängnis. Und jeder da drinnen saß lange Strafen ab. Jeder da drinnen war ein übler Krimineller. Es gab keine Neulinge. Es war von den Insassen her gesehen ein richtig mieser Ort. Mehr als 500 der Gefangenen sind verurteilte Mörder. 1981 ist das erste Jahr, in dem weibliche Strafvollzugsbeamte in diesem reinen Männergefängnis arbeiten. Es gibt 50 von ihnen, ausnahmslos Anfänger in diesem Job. Eine von ihnen ist die 31-jährige Donna Payont. Wenn ich Donna und ihre Persönlichkeit beschreiben soll, würde ich sie als sehr willensstarke, unabhängige, entschlossene Person bezeichnen. Mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit. Donna hat 3 Kinder. Ihr Mann ist auch Strafvollzugsbeamter, arbeitet aber in einem anderen Gefängnis. Die Familie akzeptiert ihre Berufswahl, einige ihrer männlichen Kollegen jedoch nicht. Während ihrer Zeit an der Akademie kommt einer der Ausbilder nachts ungebeten in Donnas Zimmer. Donna reagiert mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung, überlegt es sich später jedoch anders und zieht die Anzeige zurück. Am 15. Mai 1981 erscheint sie kurz nach 12 zum Dienst. Etwa eine Stunde später ist Donna mit 2 anderen Beamten zusammen. Da klingelt das Telefon. Es ist ein Anruf für Donna. Donna Payant erhielt am frühen Nachmittag jenes Freitags einen Anruf. Es war ein seltsamer Anruf und nach Einschätzung der Kollegen, die mit ihr arbeiteten, war ihre Reaktion nach dem Anruf irgendwie beunruhigend. Die anderen Beamten wissen nicht, von wem der Anruf stammt. Später sagen sie aus, Donna habe sich von ihnen abgewandt, damit sie nicht mithören konnten. Sie legte auf und ging hinaus, ohne zu sagen, wohin sie wollte.
Donna Payant war erregt, nicht in dem Sinne, dass sie nervös war, sondern sie war verärgert. Ihre Worte waren, damit ist jetzt Schluss, das hört jetzt sofort auf oder etwas in dieser Art. Und dann rannte sie raus. 5 Stunden später, beim abendlichen Appell, fehlt Donna Payant. Die Gefängnisleitung veranlasst sofort Notmaßnahmen. Alle Häftlinge werden in ihre Zellen gesperrt. Beamte durchkämmen das Gefängnis, gehen alle Blöcke ab, durchsuchen Büros und Freizeitbereiche. Von Donna Payant fehlt jedoch jede Spur. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Man hat den Überblick, wer kommt und geht. Und es gab keinen Hinweis, dass sie die Anstalt verlassen hatte. Früh am nächsten Morgen erhält die Gefängnisleitung eine schreckliche Nachricht. In einer nahegelegenen Abfalldeponie, wohin jeden Tag der Gefängnismüll gebracht wird, haben Arbeiter die übel zugerichtete Leiche einer blonden Frau gefunden. Sie trägt die Uniform einer Gefängniswärterin und ist in einen Müllsack gewickelt. Am Tag nach dem Verschwinden von Donna Payant wird ihre Familie ins Gefängnis Green Haven gerufen. Wir wurden von ein paar Offiziellen empfangen und da wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Also gingen wir da hinein und sie sagten uns, sie sei tot und sie hätten sie auf einer Müllkippe in der Nähe gefunden. Die Leiche auf der Mülldeponie wird eindeutig als die von Donna Payant identifiziert. Sie ist die erste Strafvollzugsbeamtin überhaupt, die in den USA in Ausübung ihres Dienstes ums Leben kommt. Abdrücke an den Handgelenken und am Hals beweisen, dass sie gefesselt und erdrosselt wurde. Als Todesursache wird Strangulierung festgestellt und es gibt Anzeichen auf sexuellen Missbrauch. Mein Vater war völlig fassungslos. Er hat das nie überwunden. Die Leiche ist durch die Abfallpresse eines Müllfahrzeugs gegangen. Das bedeutet für die Ermittler, dass die Leiche im Gefängnis in eine Mülltonne gesteckt worden sein muss. Dort wurde sie von der zuständigen Abfallfirma in den Mülltransporter gekippt. Auf der Mülldeponie ist die Leiche dann noch von einem Bulldozer überfahren worden, der den Abfall einebnet. Jeder einzelne Knochen ihres Körpers war gebrochen. Sie war mit jeder Art von Schutt, Müll und Dreck bedeckt. Außerdem war es sehr, sehr nass. Und jedes Indiz, das es vielleicht einmal gegeben hatte, wurde zwangsläufig durch diese fremden Stoffe, die ihren Körper bedeckten, vernichtet. Wenn Donna Payons Leiche Green Haven mit dem Gefängnismüll verlassen hat, dann muss der Mörder aus der Haftanstalt sein und mehr Zugang zu Einrichtungen haben als ein normaler Häftling. Aber wer im Gefängnis wollte ihren Tod? Wurde sie von irgendwelchen Häftlingen schikaniert? War sie eine strenge Aufseherin, die Gefangene hart anpackte? Gab es einen Grund, warum ein Häftling sie angreifen wollte? Außer Zugang zu bestimmten Einrichtungen benötigt der Täter auch einen ungestörten Ort, um diesen Mord zu begehen. Da Gefängnisaufseher genau diese Bewegungsfreiheit haben, geraten sie ins Zentrum der Ermittlungen. Nur 3 Tage vor dem Mord sehen Zeugen einen männlichen Aufseher in heftigem Streit mit Donna Payant. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Als sie sich nach der hitzigen Auseinandersetzung von ihm abwandte, soll er ihr auf Schulter und Rücken geschlagen haben. Er war sehr erregt. Schon bald stellt sich heraus, dass dieser Aufseher zu den vielen anderen in Green Haven zählt, die etwas zu verbergen haben. Es gab Leute im Gefängnis, die ein Motiv hatten, Donna zu töten. Ich glaube, wegen all der illegalen Aktivitäten, die zur Zeit ihres Todes und schon lange vorher dort vor sich gingen, gab es nicht nur Leute, die ein Motiv hatten, sondern auch welche, die dazu imstande waren, ein solches Verbrechen zu begehen. Diese Machenschaften werden in einem Bericht aufgezeigt, der nur 2 Wochen vor dem Mord an Donna Payant veröffentlicht wurde. Die Aufseher im Gefängnis Green Haven werden darin verdächtigt, mit den Gefangenen Geschäfte zu machen. Aufseher verkaufen Drogen und beschaffen den Insassen sogar Prostituierte.
Ein Netz aus männlichem Klüngel kann dies über Jahre geheim halten, aber einige der neuen Aufseherinnen, wie Donna Payont, wollen sich daran nicht beteiligen. Und weil Donna schon früher einmal eine Anzeige wegen sexueller Belästigung gestellt hat, bekommt sie schnell den Ruf als Petze. Sie war schon als Person abgestempelt, die melden würde, wenn etwas nicht stimmte oder wenn es illegale Machenschaften gäbe. Als jemand, der so weit wie möglich nach oben gehen würde, um es den Vorgesetzten zu sagen. Während der Autopsie von Donna Payons Leiche stellt der Rechtsmediziner fest, dass sie nicht nur sexuell misshandelt wurde. Er findet auch Bisswunden. Eine halbmondförmige Wunde auf ihrer Brust ist besonders deutlich zu erkennen. Einige der Zahnabdrücke waren offensichtlich viel tiefer als andere. Und man konnte sehen, dass die Zähne, so wie ich das in Erinnerung habe, nicht gerade die besten waren. Sie waren, wie man sagt, nicht perfekt geformt. Die Bisswunde, die Abdrücke, die Erdrosselung und die sexuelle Misshandlung. All dies deutet darauf hin, dass dieser Täter bereits früher gemordet hat. Aber wer hat schon einmal solch einen Mord verübt? Und wer in Green Haven ist so wütend auf Donna Payont, dass er ihren Tod will? Die Nachricht vom Mord an der Gefängniswärterin Donna Payont verbreitet sich schnell im ganzen Staat New York. Die Bissabdrücke auf ihrem Körper werden fotografiert und an den gerichtsmedizinischen Odontologen Dr. Lowell Levine geschickt. Als Dr. Levine den Abdruck näher untersucht, ist er sofort von zwei Dingen überzeugt. Erstens ist er sich sicher, dass es eine Bisswunde ist, und zweitens weiß er, dass er genau diesen Zahnabdruck schon einmal gesehen hat. Ich sagte, das habe ich doch erst vor 2-3 Tagen gesehen, in einer Vorlesung über einen Fall, der 4 Jahre zuvor in Schenectady, New York, passiert war. Es war der Fall der 30-jährigen Mary Lee Wilson, die mit einem Strang erdrosselt, sexuell missbraucht und gebissen wurde. Sofort stellt Dr. Levine sich die Frage, ob der Mörder von Mary Lee Wilson in dem Gefängnis sitzt, in dem Donna Payont gearbeitet hat. Ich dachte, Moment mal, Lemuel Smith muss dort in Haft sein und Zugang zu dieser Frau gehabt haben. Die Antwort lautet ja. Der 39-jährige Lemuel Smith befindet sich zu dem Zeitpunkt in Green Haven. Er hat neben dem Mord an Mary Lee Wilson noch einen weiteren gestanden. Beide Opfer wurden auf dieselbe Art und Weise getötet. In beiden Fällen hat er seine persönliche Handschrift hinterlassen. Allerdings hat sich Lemuel Smith während der 4 Jahre im Gefängnis zu einem Musterhäftling entwickelt. Er entdeckte die Religion für sich, wurde Messdiener und schließlich sogar Assistent des katholischen Priesters. Diese neue Stelle gibt Smith innerhalb der Haftanstalt enorme Bewegungsfreiheit. Freiheit, die die meisten Häftlinge nicht haben. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich sie getötet haben könnte. Die Frau wurde geschlagen, angeblich auch abartig misshandelt. Sehen Sie, auf diesem Gang ist unheimlich viel los. Dann wurde sie gefesselt, in Müllsäcke gesteckt und angeblich in einen Müllbehälter geworfen. Ich weiß, Sie haben noch nie versucht, eine Leiche hochzuheben. Die ist 2-mal so schwer. Die ist total schwer. Das geht überhaupt nicht. Gefängnisbeamte finden jedoch Hinweise, dass Smith Kontakt mit Donna Payont hatte. Die beiden hatten sich angefreundet. Ja, sicher kannte ich Donna Payont. Sie arbeitete in meinem Block, das ist alles. Donna Payont hatte sich wegen einer Sache an Lemuel Smith gewandt. Ich glaube, es war ein Schmuckkästchen, das sie sich fertigen lassen wollte. Lemuel Smith machte während seiner Haft gelegentlich Holzschnitzereien. In Lemuel Smiths Haftakten stoßen die Ermittler auf einen Bericht von Dr. Zvi Kloppert, einem Psychiater, der 4 Jahre zuvor ein Gutachten über Smith erstellt hat.
Nach unserem Gespräch sagte er zu mir: Hören Sie, eine Sache müssen Sie für mich tun. Sorgen Sie dafür, dass ich nie wieder rauskomme, weil ich es wieder tun werde, weil ich nicht damit aufhören kann. Ich habe nie gestanden. Ich habe eine Aussage gemacht, als ich unter Drogen gesetzt war. Und die war angeblich für den Psychiater. Dr. Kloppots Diagnose lautet paranoide Schizophrenie und eine Borderline-Persönlichkeit. Und er warnt die zuständigen Beamten, dass Smith ohne psychiatrische Behandlung mit Sicherheit wieder töten wird. Diese Warnung wird ignoriert, als Smith wegen seiner kirchlichen Pflichten noch zusätzliche Freiheiten eingeräumt werden. Also er hatte das Ganze, er hatte mehrere Büros für sich mit Telefonanschlüssen und er war die einzige Person, die das Büro wirklich nutzen konnte. Als die Ermittler das Büro des Geistlichen durchsuchen, scheint es in bester Ordnung zu sein. Eine nähere Untersuchung ergibt außerdem, dass es gerade erst gereinigt worden ist. Der Boden war nicht mit sauberem Wasser gereinigt worden, aber es war offensichtlich, dass geputzt worden war, und zwar erst vor kurzem. In einem Büroschrank finden die Ermittler mehrere blonde Haare. Bei der mikroskopischen Analyse wird festgestellt, dass sie mit Donna Peons Haar identisch sind. Das einzige andere Indiz ist der Bissabdruck, der bei der Autopsie auf Donnas Brust gefunden wurde. Einige Personen bezweifeln allerdings, dass es sich um eine Bisswunde handelt. Und wegen der Verstümmelung der Leiche ist sie als Beweis ohnehin nicht zu gebrauchen. Doch wer ist der Mörder, der sich innerhalb der Mauern des Staatsgefängnisses versteckt? Einige Gefangene behaupten, der männliche Aufseher, der 3 Tage vor Donnas Tod mit ihr im Streit beobachtet wurde, sei für die Tat verantwortlich. Als der Wärter im Zusammenhang mit dem Mord an Donna verhört wird, gibt er zu, an Häftlinge Kokain verkauft zu haben. Er bestreitet aber, in den Mord verwickelt zu sein. Der andere Verdächtige ist weiterhin Lemuel Smith, der bereits 2 Morde begangen hat, die dem an Donna Payont stark ähneln. Wer auch immer Donna getötet hat, er hinterließ einen charakteristischen Gebissabdruck auf ihrer Brust. Die Bisswunde stammt vom Unterkiefer eines Gebisses, in dem einer der 4 unteren Schneidezähne fehlt. Lemuel Smith fehlt ein unterer Schneidezahn. Der Abstand zwischen den Zähnen kann gemessen werden. Das Bild oben links ist ein Bissabdruck, der auf der Leiche von Mary Lee Wilson gefunden wurde, der Frau, deren Mord Smith gestanden hat. In der Mitte sieht man den Wachsabdruck von Lemuel Smiths Gebiss. Und unten haben wir die Bisswunde, die auf Donna Payons Leiche gefunden wurde. Im Vergleich ist die Lücke zwischen den unteren rechten Schneidezähnen deutlich sichtbar. In allen 3 Fällen sind die Abmessungen und Winkel der Zähne genau gleich. Aber wenn Lemuel Smith Donna Payont getötet hat, bleiben die Fragen, wie und warum. Die Tat folgte genau demselben Muster wie die vorangegangenen Morde. Er hatte zu ihr eine Beziehung aufgebaut. Er glaubte offenbar, dass sie sich für ihn interessierte. Er sah sie als enge Freundin oder als jemand, der ihn wirklich gern mochte. Er machte ihr ein Geschenk. Es war genauso wie bei den Morden zuvor. Der Schlüssel, sagen die Psychiater, ist das Schmuckkästchen, das Lemuel Smith als Geschenk für Donna Payont angefertigt hat. Die Polizei glaubt, dass der Anruf, den sie kurz vor ihrem Tod erhielt, von Lemuel Smith kam, der ungestört aus dem Büro des Gefängnisgeistlichen anrief. Ein persönlicher Anruf von einem Häftling wäre für eine neue Beamtin wie Donna Payont peinlich gewesen. Andere Aufseher sagen aus, Donna habe nach dem Anruf aufgebracht gewirkt und den Raum plötzlich verlassen. Im Büro des Priesters kommt es zwischen den beiden möglicherweise zum Streit. Donna weist Lemuel oder das Geschenk zurück. Das löst die mörderische Wut aus, der schon die beiden anderen Frauen zum Opfer gefallen sind. Er misshandelt sein Opfer sexuell, erwürgt und beißt es.
Der Gefängnisgeistliche ist an jenem Tag unterwegs. Smith ist ungestört, wickelt die Leiche in Müllsäcke ein und säubert anschließend den Raum. Die Reinigung ist gründlich, bis auf ein paar Haare, die versehentlich an den Schrank gelangen. Smith hat auch genug Bewegungsspielraum im Gefängnis, um die Leiche unbemerkt zum Müll zu schaffen. Im Januar 1983 wird Lemuel Smith wegen Mordes an Donna Payont verurteilt und verbringt jetzt 23 Stunden pro Tag in Einzelhaft. Er bestreitet weiterhin jede Beteiligung am Mord und behauptet, er sei von Gefängnisaufsehern hereingelegt worden. Ich bin politisch nicht korrekt. Ich bin ein Krimineller. Okay, ich habe ein langes Strafregister. Niemand will etwas Gutes über mich sagen, weil das meiner Ansicht nach gegen das System ginge. Gegen Lowell Levine und diese Experten. Deine Wahrheit beruht auf deiner Integrität als Person und ist nur so ehrlich wie die Beweismittel, die du benutzt, um zu dieser Meinung zu gelangen. Das hier war ein unehrlicher Fall. Ich würde ihn am liebsten ins Gesicht spucken. Smith behauptet, die Bisswunde sei eine Verletzung, die durch die Müllpresse und den Bulldozer verursacht wurde. Und diejenigen, die in die angebliche Vertuschungsaktion verwickelt seien, hätten es so hingetrickst, dass es wie ein Gebissabdruck aussieht. Sie sehen die Übereinstimmung und behaupten dennoch, sie sei gefälscht? Ich kann es sehen. Jeder kann es sehen. Aber es ist keine Bisswunde. Hier ist der Körper, der durch eine Müllpresse gedrückt wurde. Alles ist zerquetscht. Nur die einzige Sache, die klar und deutlich zu sehen ist, ist der Gebissabdruck. Ich bitte Sie, der müsste auch entstellt sein. Oder er kam später dazu. Diese Theorie wird von Donnas Schwester unterstützt. Auch sie ist überzeugt, dass Gefängnisaufseher ihre Schwester ermordet und dann alles vertuscht haben. Ich glaube einfach nicht, dass ein Häftling in einem Hochsicherheitsgefängnis sich einen Aufseher herauspicken und dann töten würde, mitten im Gefängnis, am helllichten Tag. Ich glaube das einfach nicht. Es ist nicht möglich. So etwas ist noch nie vorgekommen und es ist seither auch nie wieder passiert. Ich war es nicht. Ich hoffe, sie findet ihren Seelenfrieden. Ich hoffe, sie bekommt Gerechtigkeit für ihre Schwester. Das hoffe ich wirklich. Für die Ermittler gibt es jedoch keinen Zweifel. Lemuel Smith hatte die Mittel und die Gelegenheit, Donna Payont zu töten. Eine Tatsache, die durch die Bisswunde auf ihrem Körper untermauert wird. Er beging das gleiche Verbrechen dreimal an drei verschiedenen Frauen. Und sein Verstand sagte ihm, ich hab's wieder getan. Das hat ihn überführt. Vor dem Gefängnis Greenhaven steht jetzt ein Gedenkstein. Eine Erinnerung an Donna Payont und einen Mord, der hätte verhindert werden können. Eine Überwachungskamera nimmt Bilder eines 19-jährigen Mädchens auf, das gerade aus einem Supermarkt entführt wird. Forensische Wissenschaftler müssen einen Weg finden, die Aufnahmen so zu verbessern, dass sie als Hinweis dienen können. Ein Raster-Elektronenmikroskop findet schließlich die Spur des vermissten Mädchens. Moose Lake. Einer der vielen Gründe, warum Minnesota als das Land der 10.000 Seen bekannt ist. Aus dieser Kleinstadt in der Nähe von Duluth stammt die 19-jährige Katie Poyer. Sie war bubbly. Sie war lebhaft. Sie sprang immer herum und war stets voller Leben und in allem sehr aktiv. Katies Leben dreht sich um drei Dinge. Ihre Familie, Sport und ihre Hunde. Sie wollte Polizistin oder Wildhüterin werden. Sie hat sich immer sehr für Tiere interessiert. Nach ihrem Highschool-Abschluss im Jahr 1998 belegt Katie an einem nahegelegenen College einen Kurs über Strafrecht. Außerdem verlobt sie sich mit ihrem Freund Mark. In dieser Tankstelle in Moose Lake bekommt Katie einen Job, der ihrer Mutter aber Sorgen bereitet. Ich habe sie wiederholt gefragt, mit welcher Art von Abschaum hast du es doch zu tun? Und sie sagte immer, ach Mama, du musst dir keine Sorgen machen. Und wissen Sie, so war sie einfach, sie fasste sehr leicht Vertrauen.
Eines Nachts, Katie ist allein auf Nachtschicht, ruft ein Kunde gegen Mitternacht bei der Polizei an und meldet, das Geschäft sei zwar geöffnet, von den Angestellten fehle aber jede Spur. Die Polizei macht sich auf den Weg, um nach dem Rechten zu sehen. Doch es gibt keine Anzeichen von Gewalt, weder in der Kasse noch im Safe fehlen Geld und auch Katies Autoschlüssel sind noch da. Auf der Ladentheke liegen ein paar Geldscheine von Kunden, die etwas eingekauft haben, nachdem Katie das Geschäft verlassen hat. Doch warum und mit wem hat Katie die Tankstelle verlassen? Gab es jemanden in ihrer Familie, der sie vielleicht abgeholt hat? Als Streich oder mit einer anderen Absicht? Ich habe nie geglaubt, dass sie einfach so weggegangen ist. Ihr Auto war noch dort. Sie wäre niemals einfach so gegangen, ohne ihren Vorgesetzten anzurufen und wenigstens das Geschäft abzuschließen. Die Tankstelle hat 4 Überwachungskameras, die auf verschiedene Bereiche gerichtet sind. Um 11.38 Uhr abends zeigen die Kameras einen Mann weißer Hautfarbe, der Katie gewaltsam durch die Eingangstür auf den Parkplatz zerrt. Man kann seine Hände an ihrem Hals sehen und deutlich erkennen, wie sie mit den Armen versucht, zum Hals zu gelangen, während er sie von hinten festhält. Die Bilder sind sehr grobkörnig und geben keine genauen Hinweise auf den Entführer. Außerhalb der Tankstelle sind keine Kameras installiert, die das Fluchtauto hätten aufnehmen können. Solche Dinge passieren im Fernsehen. Sie passieren doch nicht in der Realität. Es war einfach so schwer zu glauben. Die Tankstelle liegt an einer vielbefahrenen Schnellstraße. Das bedeutet, der Entführer konnte die Gegend schnell wieder verlassen. Eine Suchaktion in den Straßen und Parks der näheren Umgebung bleibt ergebnislos. Eine Menge Leute hier im Bezirk beteiligten sich an der Suche. Es gab Hunderte oder Tausende, die mitmachten. Viele hatten es sich richtig zu Herzen genommen und waren bei der Suche mit großem Engagement dabei. Nachbarn der Tankstelle berichten der Polizei, sie hätten vor Katies Entführung einen schwarzen Pickup gesehen, der in der Gegend herumgefahren sei. Und eine Angestellte vom Sandwichladen nebenan sagt aus, sie habe denselben schwarzen Pickup 3 Stunden vor Katies Verschwinden auf dem Parkplatz gesehen. Der Fahrer habe weibliche Kunden angegafft, die das Geschäft verlassen haben. Wie durch eine plötzliche Eingebung schreibt sie auf, was sie vom Nummernschild in Erinnerung behalten hat. Es ist ein Autokennzeichen aus Minnesota und die ersten 3 Ziffern sind 557. Sie erinnert sich auch daran, dass der letzte Buchstabe auf dem Nummernschild ein Y war. Die Polizei hofft, über den schwarzen Pickup auch Katie Poyer zu finden. Mit Hubschraubern der Minnesota National Guard wird die Gegend nach der 19-jährigen Vermissten abgesucht. Am Boden beteiligen sich Dutzende von Freiwilligen an der Suche. Doch mit jedem Tag, der ohne ein Lebenszeichen von Katie vergeht, wird die Hoffnung geringer, sie lebend zu finden. Ich wollte nicht daran denken. Meine Tochter sollte nicht Teil jener Statistik sein. Die Polizei durchsucht ihre Datenbank nach einem schwarzen Pickup, der in Minnesota gemeldet ist und dessen Nummernschild mit den Ziffern 557 beginnt und mit dem Buchstaben Y endet. Überraschenderweise gibt es hunderte von Fahrzeugen, die dieser Beschreibung entsprechen. Wir vermuteten, es mit einem erfahrenen Sexualstraftäter zu tun zu haben. Diese Person kam rein, schnappte sich Katie und hatte keine Angst vor der Überwachungskamera. Die Überwachungskameras filmen den Mann, als er Katie aus dem Geschäft entführt. Doch die Qualität der Aufnahmen ist dürftig und die Bilder sind zu verzerrt, um den Kidnapper klar identifizieren zu können. Um die Bilder zu verbessern, schickt die Polizei die Bänder an die NASA. Deren langjährige Erfahrung mit der Verbesserung schlechter Bilder aus dem Weltraum soll helfen. Der Solarphysiker Dr. David Hathaway hat eine Methode zur Aufbereitung von Videobildern entwickelt, die VISAR genannt wird. Es stabilisiert das Video, sodass man Bilder übereinanderlegen kann. Damit kann man eine Menge der Störfaktoren herauskriegen, die man hat, wenn man ein bewegtes Bild betrachtet. Ein Videobild besteht eigentlich aus 2 verschiedenen Feldern, die dann ein Bild ergeben.
Diese beiden Felder verändern sich so schnell, dass es das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Dr. Hathaway kombiniert die geraden und die ungeraden Bilder. Dabei werden beide gleichzeitig sichtbar und zusätzlich eine doppelt so hohe Bildauflösung erzeugt. Es gibt eine Reihe von einzelnen Bildern und Bildpaaren, die wir noch hinzufügen können. In einem dieser eingefrorenen Bilder kann Dr. Hathaway den Entführer isolieren. Als er etwas von der Grobkörnigkeit im Bild beseitigt, sieht er, dass der Mann kurzes blondes oder graues Haar hat, knapp 1,80 Meter groß ist und eine durchschnittliche Figur hat. Und er trägt ein dunkles Baseball-Trikot der New York Yankees mit der Nummer 23 auf dem Rücken. Leider kann auch diese Methode kein klares Bild vom Gesicht des Entführers liefern. Aber aufgrund der vorliegenden Informationen fertigt ein Polizeizeichner ein grobes Bild an, das mit einer Beschreibung der Körpermerkmale und der Kleidung an die Medien weitergeleitet wird. Hunderte von Hinweisen gehen bei der Polizei ein. Wir hatten so etwas wie den Verdächtigen des Tages. Jeden Tag tauchte ein neuer auf und sie sahen durchaus vielversprechend aus. Einer der Hinweise führt zu Donald Dean Christensen, der schon einmal wegen eines Sexualdelikts verurteilt worden ist. Zur Zeit von Katies Entführung befindet Christensen sich auf freiem Fuß. Es gab keinen Zweifel. Christensen sah dem Videobild sehr ähnlich, aber die Aufnahme war so schlecht, dass Dutzende Leute in Frage kamen. Die hätten auch wie das Bild ausgesehen, wenn wir die Gelegenheit gehabt hätten, sie uns näher anzuschauen. Donald Dean Christensen hat mehrere Tätowierungen, darunter eine große auf seinem linken Unterarm. Wie die Überwachungskamera zeigt, besitzt der Kidnapper jedoch auf seinem Unterarm keine Tätowierung. Der Verdacht gegen Christensen wird fallen gelassen. 3 Wochen nach Katies Entführung nimmt Schichtleiterin Paula Francisco den Anruf eines Bürgers mit einem Hinweis entgegen. Es ist die 1960. Spur. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wir haben hier eine richtige Spur. Der Anrufer arbeitet im staatlichen Heim für Kriegsveteranen in Minneapolis und verdächtigt den Hausmeister, der dort gerade gekündigt hat. Dessen Name ist Donald Albin Blom. Der Anrufer ist misstrauisch geworden, weil Blom sein Aussehen um die Zeit von Katies Verschwinden verändert hat. Neuer Haarschnitt, glatte Rasur, wo vorher ein Bart war. Der Anrufer deutete auch an, er habe bei mehreren Gelegenheiten das Baseball-Trikot gesehen und jeder wisse, dass er das oft trug. Und ich konnte förmlich spüren, wie mir Schauer die Arme hoch und runter liefen und ich dachte, das ist es. Blom ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat 4 Kinder. Die Untersuchung seiner Vorgeschichte ergibt, dass sein Vorstrafenregister wegen tätlicher Angriffe, Vergewaltigung und Entführung bis in die 70er Jahre zurückreicht. Zum letzten Mal wurde er 1983 verurteilt. Er hatte 2 junge Frauen mit einem Messer bedroht, in den Wald gezwungen und sie dort an einen Baum gefesselt. Zum Glück konnten die Mädchen fliehen, bevor er ihnen etwas antun konnte. Diese Sache bereitete mir Gänsehaut. Die nähere Untersuchung ergibt allerdings, dass Blom keinen schwarzen Pickup besitzt. Somit ist die letzte Hoffnung der Polizei die Durchsuchung von Bloms Haus. Ist dort ein Hinweis auf Katie Poyer zu finden? Bei der Durchsuchung von Donald Albin Bloms Haus findet sich keine Spur von Katie Poyer. Blom sagt aus, er sei unschuldig und habe für die Nacht von Katies Verschwinden ein Alibi. Als die Ermittler erfahren, dass Blom in der Nähe von Moose Lake ein Ferienhäuschen besitzt, wird es durchsucht. Ich dachte mir, okay, sie haben diesen Kerl und der sagt ihnen, wo sie ist und wir holen sie einfach dort ab. Und die Behörden, die Polizei, die tun, was sie tun müssen. Ich jedenfalls habe mein kleines Mädchen wieder zu Hause. Doch erneut gibt es keine Spur von Katie. Aber die Ermittler bemerken neben einem Trailer auf dem Gelände eine große Feuerstelle. Experten durchsuchen die Feuerstelle nach Hinweisen und finden einige kleine Teilchen, die wie Knochen aussehen. Ich hatte nicht vor, den Poyers zu erzählen, dass ich vermutete, ihre Tochter sei tot. Diese Hoffnung wollte ich ihnen nicht nehmen, bevor ich einen Beweis hatte. Und noch ist nicht klar,
ob es sich bei den verbrannten Knochen um menschliche Überreste handelt. Dr. Kerstin Kreuz ist forensische Anthropologin und kennt die Unterschiede. Bei Leichenbrand ist die Unterscheidung zwischen Mensch- und Tierknochen natürlich etwas problematischer, wenn Kleinstfragmente vorliegen. Aber dafür gibt es die Möglichkeit der histologischen Untersuchung. Die innere Struktur des Knochens unterscheidet sich vom Menschen zum Tierknochen. Die Polizei beauftragt die Anthropologin Dr. Susan Thurston Meister mit der Untersuchung. Den Unterschied zwischen menschlichen und tierischen Knochen machen folgende Bilder deutlich. Der Querschnitt eines menschlichen Knochens hat ein kreisförmiges Muster, der Querschnitt eines Tierknochens ein lineares. Also begann ich, Knochen zu sortieren. Einen Haufen für Tierknochen, einen für menschliche und einen für Knochen, die so klein waren, dass sie nicht bestimmt werden konnten. Dann untersucht Dr. Meister die menschlichen Knochenteilchen, um Alter und Geschlecht der Person zu bestimmen. Dieser Teil des Beckens, die Schamfuge, ist entscheidend. Der Knochen bildet einen stumpfen Winkel mit mehr als 90 Grad. Das deutet auf eine weibliche Person hin. Und die ovale Oberfläche ist stark zerfurcht, ein Kennzeichen für eine junge Erwachsene. Bei diesen beiden Becken, wie wir sie hier vorliegend haben, ist ganz deutlich im vorderen Anteil, und zwar hier im Bereich des Schambeins, in diesem Winkel einen Unterschied zu erkennen. Wenn ich die beiden nur mal kurz anzeige, sind diese beiden, und zwar wie sie zueinander stehen. Hier haben wir beim Mann einen kleinen, eher spitzen Winkel, der fast V-förmig ist, und bei der Frau, da komme ich mit den beiden Fingern gar nicht hin, da muss ich schon den Daumen und den Zeigefinger nehmen, muss ich einen großen Winkel, der weit über 90 Grad geöffnet ist, andeuten. Damit ist hier auf der rechten Seite ganz eindeutig ein männliches Individuum im Gesamtaspekt zu erkennen und hier auf der linken Seite ein weibliches Individuum. Schädelteile dienen der Altersbestimmung. Ich habe am Schädel bestimmte Einheiten, an denen ich ganz klar erkennen kann, wenn in diesen Bereichen, und zwar die sogenannten Schädelnähte, das sind Strukturen, die man ganz deutlich erkennen kann, auch am Leichenbrand, ob die schon geschlossen waren oder noch offen sind und in welchem Zustand des Offenseins sozusagen. Das heißt, die Randzacken, die ich habe, die ich als solches darstellen und sehen kann, wie weit sind die sozusagen vom Alter her schon begradigt oder eben halt noch ganz jung sozusagen, noch sehr stark gezackt vorliegend. Und daran kann ich dann im sozusagen Gesamtaspekt entscheiden, handelt es sich um ein jüngeres oder ein älteres Individuum, und ich kann natürlich sogar die Altersklasse bestimmen. Dr. Meister kommt zu dem Schluss, dass die Überreste von einer jungen Frau stammen. Das Alter der Person in der Feuerstelle war zwischen 17 und 24 Jahren. Obwohl die Ergebnisse klare Übereinstimmungen mit Katie Poyer aufweisen, ist dies keine eindeutige Identifizierung. Das trieb mich tiefer und tiefer in ein schwarzes Loch, weil ich nicht daran denken wollte, was das alles bedeuten könnte. Die Knochen sind zu stark zerstört, als dass eine DNA-Analyse sinnvoll wäre, und die Menge der Knochen macht nur 25% eines Skeletts aus. War die Leiche schon verstümmelt, als sie verbrannt wurde, oder wurden Teile während des Verbrennens entfernt? Das wissen wir nicht. In Bloms Feuerstelle werden auch einige Zahnfragmente gefunden. Wenn der Fall eingetreten ist, dass man im Fundgut Zahnmaterial hat und dann auch noch so eindeutiges Zahnmaterial, dass Füllungen noch zu erkennen sind, dass Bestandteile, die technisch sozusagen an dem Zahn angebracht worden sind, noch in genügender Weise erkennen kann, dann ist natürlich der direkte Vergleich mit den zahnärztlichen Unterlagen ganz klar zur Identifikation nicht nur notwendig, sondern richtungsweisend. Die Ermittler rufen die forensische Odontologin Dr. N. Norländer zu Hilfe, eine Spezialistin für Identifizierungen aufgrund von Zahnröntgenaufnahmen. Von den gefundenen Zähnen ist dies der größte und vollständigste. Die Wurzeln waren etwas schmaler und es fehlte der komplette Zahnschmelz.
die äußere Schutzschicht auf der Krone dieses Zahnes. Dr. Norlander identifiziert den Zahn als den eines Menschen. Als sie ihn mit Katie Poyers zahnärztlichen Unterlagen vergleicht, stellt sie in Form und Größe eine Übereinstimmung fest. Es ist einer von Katies Backenzähnen, der als Zahn 18 benannt ist. Und ihr fällt etwas auf, das wie eine Füllung im Zahn aussieht. Dr. Norlander bittet die Experten der Strafverfolgungsbehörde von Minnesota um eine Untersuchung der Füllung. Der Kriminaltechniker Mark Nielsen benutzt ein Raster-Elektronenmikroskop, das die Füllung tausendfach vergrößert. Das erlaubt uns in gewisser Weise, die chemische Zusammensetzung der speziellen Substanz zu ermitteln, die wir untersuchen. Das Mikroskop bombardiert einen isolierten Teil der Substanz mit einem Elektronenstrahl. Das führt dazu, dass verschiedene Elemente unterschiedlich darauf reagieren. Wenn dieser Elektronenstrahl die innere Hülle erreicht, setzt er in Form von Röntgenstrahl Energie frei. Und diese Energie lässt sich einem Element zuordnen. Die Art des Röntgenstrahls wird also etwas über die chemische Zusammensetzung der Substanz aussagen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Material der Zahnfüllung äußerst ungewöhnlich ist. Es enthält Zirkonium und Silizium in Konzentrationen, die die Wissenschaftler noch nie zuvor in Zahnzement gesehen haben. Als die Mediziner Katie Poyers Zahnärztin Dr. Melanie Meyer darauf ansprechen, erfahren sie etwas Interessantes. Aus ihren Unterlagen geht hervor, dass sie bei Katie 2 Wochen vor der Entführung an Zahn Nummer 18 eine Füllung erneuert hat. Dr. Meyer sagt aus, sie habe für die Füllung ein völlig neues Material benutzt, das noch nicht auf dem Markt sei. Das Material ist ein Muster namens Rely-X Arc, das sie auf einem Zahnarztkongress bekommen hat. Das Material war speziell für Mischfüllungen entwickelt worden, um etwa eine Amalgamfüllung mit dem Zahn zu verbinden. Das ist vorher so nicht gemacht worden. Also war das neu. Dr. Meyer teilt den Ermittlern mit, dass Rely-X von der Firma 3M hergestellt wird, die ihren Hauptsitz in Minnesota hat. Eine Befragung der Chemiker von 3M ergibt, dass Rely-X hohe Konzentrationen der Elemente Zirkonium und Silizium enthält. Die gleichen Stoffe in der gleichen Konzentration, die in dem Zahn in Bloms Feuerstelle gefunden wurden. Das war die eindeutige Identifizierung von Katie Poyer. Es wird einfach nicht leichter. In einer Garage auf einem der Grundstücke von Donald Blom steht der schwarze Pickup mit demselben Nummernschild, nach dem die Polizei sucht. In den Unterlagen der Behörden wird der Lieferwagen als weiß geführt. Ein Schreibfehler. Donald Blom wird verhaftet und des Mordes an Katie Poyer angeklagt. Ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Ich kann mir nichts Schlimmeres für einen Menschen vorstellen, als entführt und dann ermordet zu werden. Als Blom mit den Ergebnissen des Raster-Elektronenmikroskops konfrontiert wird, gesteht er den Mord an Katie Poyer. Seine Stimme war kühl. Er ist ein schlechter Mensch. Ein ganz schlechter Mensch. Blom gesteht, Katie entführt und ermordet zu haben. Er ging in die Tankstelle und holte Katie dort raus. Er steckte sie in seinen Lieferwagen und fuhr mit ihr auf sein Grundstück. Dort führte er sie zu seiner Feuerstelle. Dann erwürgte er sie von hinten und verbrannte sie. 2 Wochen später widerruft Donald Blom jedoch sein Geständnis und behauptet, er sei zu der Aussage gezwungen worden. Doch die Strafverfolger wissen, dass Blom sich am Tag der Entführung in der Nähe der Tankstelle aufgehalten hat.
Seine Kreditkartenauszüge belegen, dass er um etwa 17 Uhr nebenan Schnaps gekauft hat. Zudem hat die Angestellte des Sandwichladens gesehen, wie Blom 3 Stunden vor dem Mord an Katie Kundinnen nachgestarrt hat. Zu diesem Zeitpunkt hat Blom Katie vermutlich erstmals gesehen und ist um 23.30 Uhr zurückgekommen, als sie allein war. Die Staatsanwaltschaft erläutert den Geschworenen die wissenschaftlichen Indizien. Ihre Trumpfkarte ist die besondere Zahnfüllung, die nur in sehr geringer Menge im Umlauf ist. Für die Geschworenen ist dieser Beweis ausreichend. Donald Blom wird wegen Mordes verurteilt und erhält eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung. Das Urteil ist für die Poyers wenig Trost. An unserem Esstisch bleibt immer ein Platz frei. Die Feiertage stehen bevor und wir müssen alles umstellen, weil der Weihnachtsmann am Weihnachtstag nicht mehr wegen 2 Kindern kommen kann. Verstehen Sie? Der Kerl hätte nicht frei sein und das hätte nie passieren dürfen. Aufgrund dieses Falles verabschieden die Gesetzgeber in Minnesota Katies Gesetz, das härtere Strafen für verurteilte Sexualstraftäter vorsieht und der Polizei größere Vollmachten gibt, frühere Straftäter zu finden. Und in der Conoco-Tankstellenkette, in der Katie gearbeitet hat, müssen jetzt pro Schicht mindestens 2 Angestellte anwesend sein. Ein Unbekannter dringt in ein Geschäft ein und schießt 3-mal. Er tötet die Besitzerin. Verdächtige gibt es einige, doch alle besitzen ein Alibi. Die Polizei rätselt über eine Tat, verübt am helllichten Tag. Erst der Schatten des Mörders enthüllt das Geheimnis. Es ist Herbst in Spring Grove, Pennsylvania. Eine besonders schöne Zeit. Landschaftsfotografen und Künstler aus der Region kommen gewöhnlich hierher zur Grey Fox Gallery. Ihre Besitzerin ist Jennifer Myers. Eine wunderbare Frau, Mutter und Ehefrau und für viele Menschen eine gute Freundin. Doch im Jahr zuvor gab es einen Zwischenfall in der Galerie. Mit vorgehaltener Waffe wird Jennifer ausgeraubt. Seit diesem Tag hält Ehemann Steve nachmittags nach der Arbeit an dem Shop, um nach seiner Frau zu sehen. Die meisten Besucher sind ereignislos. Doch am 20. Oktober 1997 ist es anders. Meine Frau wird erschossen. Ihre Frau wurde erschossen? Ja, in der Grey Fox Gallery in Spring Grove. Beeilen Sie sich. Wissen Sie, wer Ihre Frau erschossen hat? Nein, weiß ich nicht. Wo wurde sie getroffen? Im Gesicht. Atmet sie noch? Sir, atmet sie noch? Nein. Als die Polizei zum Tatort kommt, liegt Jennifer tot auf dem Boden hinter dem Ladentisch. 3 Kugeln haben sie getroffen. Mehrere Arbeiter aus der Gegend sagen aus, gegen 1 Uhr mittags Knallgeräusche gehört zu haben. Doch keiner von ihnen hielt sie für Schüsse. Mehrere Zeugen wollen einen Mann mit langen schwarzen Haaren gesehen haben, der zur fraglichen Zeit aus der Richtung des Shops gekommen sein soll. Der Täter hatte nur die Absicht, das Opfer zu töten, als er da reinging. Es gab keinen Kampf. Und das Vorgehen passt auch nicht zu einem Raubüberfall. Es fehlt weder Geld in der Kasse noch in Jennifers Handtasche. Wenn solche Dinge passieren, ändert sich für viele Leute die Welt. Sie fühlen sich nicht mehr sicher. Und wenn so etwas schon in Spring Grove vorkommt, dann kann es überall passieren.
Da die Tat gegen Mittag in einer belebten Einkaufsstraße geschehen ist, geht die Polizei davon aus, dass hinter dem Mord ein Täter steckt, der bereit war, alles zu riskieren. Es handelte sich um eine Person, die Jennifer unbedingt töten wollte, die mit ihr ein Problem hatte. Wir mussten nach einem Motiv suchen, konnten Raub aber ausschließen. Doch wer wollte Jennifer Myers Tod? Die ballistische Untersuchung ergibt, dass die Mordwaffe entweder eine Kaliber .357 ist oder eine .38. In Pennsylvania gibt es eine Datenbank, in der alle Handwaffen registriert sind. So haben wir herausgefunden, dass Stephen Myers eine .357 hat. Freiwillig händigt Steve Myers seine Pistole für eine forensische Untersuchung aus. Wir glauben, dass der Schütze in das Geschäft ging und blitzartig angriff. Er ging direkt auf sie zu und traf sie mit der ersten Kugel im Schulterbereich. Die zweite Kugel traf in den Bauch, die letzte im Gesicht. Um die gefundenen Geschosse einer Waffe zuordnen zu können, werden Kugel und Hülse untersucht. Sowohl Kugel als auch Hülse haben nach dem Schuss charakteristische Merkmale, die nur von einer einzigen Waffe stammen können. Testschüsse mit dieser Waffe müssen dann die gleichen Merkmale an Hülse und Kugel ergeben. Die Patronenhülsen, die ausgeschleudert werden, tragen Spuren vom Stoßboden der Waffe, die beim Zünden der Patrone vom Stoßboden und von anderen spurengebenden Waffenteilen, wie zum Beispiel vom Schlagbolzen, vom Auszieher, vom Auswerfer, auf die Hülse übertragen werden. Steve Myers Pistole ist nicht die Tatwaffe und er war zur Tatzeit arbeiten. Er brauchte dieses Alibi nicht, aber die Tatsache, dass er arbeiten war, bekräftigte, dass er nichts mit dem Mord zu tun hatte. Ein Rückschlag für die Polizei, die jedoch eine weitere vielversprechende Spur hat. Der Mord an Jennifer passierte genau einen Tag vor ihrer Zeugenaussage gegen den 40-jährigen Kevin Dowling. Dowling wird beschuldigt, den Raub ein Jahr zuvor geplant und durchgeführt zu haben. Okay, jetzt hatten wir jemanden mit einem möglichen Motiv. Er könnte sie getötet haben, damit sie nicht aussagt. Und Kevin Dowling könnte den Mord begangen haben, denn er war gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Doch als er von der Polizei verhört wird, präsentiert er ein Alibi. Er behauptet, mit seinem Boot auf dem Muddy Run Lake angeln gewesen zu sein. Seine Frau bestätigt diese Geschichte. Mrs. Dowling war sehr kooperativ. Sie glaubte an die Unschuld ihres Mannes und war deshalb sehr hilfsbereit, dies auch zu beweisen. Und auch Dowling selbst hat Beweise für seine Unschuld. Er hat sich an diesem Tag beim Fischen auf Video aufgezeichnet. Das Band gibt seine Frau bereitwillig der Polizei. Ich wollte helfen, seine Unschuld zu beweisen. Ich war mehr als glücklich, ihnen helfen zu können, denn für die Polizei war es ein Schlag ins Gesicht. Ha, 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 er war es nicht. Zeigte ihn dieses Band tatsächlich beim Fischen, hatte er ein erstklassiges Alibi. Ich wollte es nur als Beweisstück sicherstellen, für eventuelle Nachfragen. Als erstes bemerkt die Polizei, dass die Aufnahme sowohl Datum als auch Tageszeit anzeigt. Hier ist es sehr schön, ruhig und friedlich. Das Band zeigt Dowling beim Fischen zwischen 10.46 Uhr und 16 Uhr am Tag des Mordes an Jennifer Myers. Der Muddy Run Lake ist 45 Autominuten von Jennifers Geschäft entfernt. Zur Entlastung präsentiert Dowling Quittungen über Fischköder, Lebensmittel und vom Bootsverleih. Doch etwas ist seltsam an diesem Videoband. Er nimmt sich beim Fischen auf, doch es sieht nicht so aus, als sei er interessiert daran, etwas zu fangen. Kevin Dowlings Familie bestätigt, dass das Video am 20. Oktober, dem Tag des Mordes, aufgenommen wurde. Als er am Abend nach Hause kam und meine Töchter auch da waren, haben wir uns das Video gemeinsam angesehen. Auf dem Band spricht Kevin zu seinen Kindern über die bevorstehende Verhandlung.
Er wünscht sich von ihnen, dass sie sich im Falle seiner Verurteilung während der Haftzeit gut benehmen. Ich muss akzeptieren, was kommt. Ich bin zwar unschuldig, doch mir scheint keiner helfen zu wollen. Und ich weiß nicht weiter. Meine Hauptsorge ist, was mit Mutti und euch Kindern passiert. Mir fiel auf, dass er versuchte, alles zu erklären, was er an diesem Tag machte. Seltsam war auch, dass er für alles Quittungen hatte. Der Tag schien zu perfekt zu sein für ein normales Alibi. Hat Kevin Dowling das Video irgendwie manipuliert? Wenn ja, wie können die Ermittler es beweisen? Der Familienvater Kevin Dowling beteuert seine Unschuld im Mordfall der Galeriebesitzerin Jennifer Myers. Als Alibi präsentiert der Tatverdächtige ein Video, das ihn beim Angeln zeigt. Die mit aufgenommene Zeit und das Datum beweisen, dass es sich um den Mordtag handelt. Auf dem Radar sind große Fische zu sehen. Ich wüsste nur gerne, wie ich sie kriege. Das Band beinhaltet Aufnahmen zwischen 10 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags. Jennifer wurde aber gegen 13 Uhr ermordet und ihr Geschäft ist 45 Minuten vom See entfernt. Dowlings Video liefert ihm ein einwandfreies Alibi. Doch die Polizei ist weiterhin misstrauisch. Dowling hat zwar den ganzen Tag über aufgenommen, bespielt ist das Band aber nur 12 Minuten. In dem Video spricht er mehrmals davon, einen Fisch gefangen zu haben. Doch man sieht keinen Fisch, das fand ich seltsam. Wenn man einen fängt, zeigt man ihn doch. Und William Mowry stört noch etwas. Kevin Dowling schaut oft auf seine Armbanduhr. Ich fand es ungewöhnlich, dass jemand beim entspannten Angeln so sehr auf die Uhrzeit achtet. An einigen Stellen des Bandes sieht man Dowlings Armbanduhr. Die Ermittler vergrößern die Sequenzen mit der Uhr. Doch die Einzelbilder sind zu unscharf, um die Zeit ablesen zu können. Mowry bittet Wissenschaftler des FBI, die Ausschnitte digital zu vergrößern. Doch aufgrund der schlechten Bildqualität scheitert auch dieser Versuch. Die exakte Zeit und das Datum der Aufnahme sind für die Polizei jedoch entscheidend. Schließlich lassen sich diese Einstellungen manipulieren. Die Sonne schien zeitweise und produzierte gute Schatten. Ist es möglich, über die Bestimmung des Schattens auf die Position der Sonne zu schließen und damit die Tageszeit zu berechnen? Diese Frage stellen die Ermittler den Experten vom NASA-Raumfahrtzentrum in Greenbelt. Die dortigen Wissenschaftler empfehlen einen Astrophysiker ganz aus der Nähe des Tatortes. Sie sagten, dass es wahrscheinlich Dr. Robert Boyle vom Dickinson College machen könnte. Dr. Robert Boyle ist Professor für Physik und Astronomie. Doch als er sich das Videoband ansieht, ist er nicht sehr optimistisch. Ich erschrak, denn das war kein routinemäßiger Fall. Klar gab es Schatten, wie bei einer Sonnenuhr, anhand derer wir die Zeit bestimmen können. Doch die Aufnahmen wurden auf einem beweglichen Boot gemacht. Da sich die Erde dreht, verändert sich auch die Position der Sonne und die wirft so verschiedene Schatten. Will man anhand der Sonne die Tageszeit bestimmen, sind mit der Höhe und der Laufbahn entlang des Horizonts zwei Dinge zu beachten. Der nördliche Punkt ist 0 Grad, der östliche Punkt 90 Grad, der südliche 180 Grad und der westliche Punkt 270 Grad. Für die vollständige Untersuchung benötigt Dr. Boyle mehr als das Videoband. Er benötigte die Maße des Bootes, Kevin Dowlings Maße und die der Mütze, die er im Video trug. Doch die wichtigsten Informationen, die Dr. Boyle benötigt,
sind die Himmelsrichtungen, in die das Boot während der Aufnahmen schwimmt. Zur Rekonstruktion nimmt die Polizei dasselbe Boot und fährt anhand der Landschaft an die Stellen aus dem Video. Per Kompass findet dann die exakte Bestimmung statt. Von 8 Positionen, die Professor Boyle uns vorgegeben hat, konnten wir 7 finden. Wir haben sogar Toleranzen von 1 Grad plus bis 5 Grad minus eingerechnet. Nun hatte Kevin Dowling die Zeit, den Mord zu begehen, denn um 13 Uhr war er nicht auf dem Muddy Run Lake. Als die Polizei Dowling mit den Ergebnissen konfrontiert, gesteht er zwar die Manipulation des Videos, will aber weiterhin nichts mit dem Mord zu tun haben. Er behauptet, ein paar Stunden in eine nahegelegene Stripbar gefahren zu sein. Die Zeit auf dem Videoband habe er verändert, damit seine Frau nichts erfährt. Ich muss nicht darauf hinweisen, wie seltsam diese Geschichte ist. Warum hat er sich überhaupt aufgenommen? Hätte er entschieden, sich nicht aufzunehmen, hätte seine Frau auch nie etwas erfahren. Und das Videoband verrät noch etwas. Dowlings Kleidung passt zur Täterbeschreibung einiger Zeugen, die einen Mann aus Jennifer Meyers Galerie kommen sahen. Ich wollte und konnte nicht glauben, dass mein Mann, der Vater meiner Kinder, einem anderen Menschen so etwas angetan hat. In Dowlings Haus findet die Polizei die Kleidungsstücke, die er beim Angeln getragen hat, und schickt sie zur Analyse der Schmauchspuren ins kriminaltechnische Labor. Wird ein Schuss abgegeben, entzündet der Schlagbolzen die Elemente im Projektil und es kommt unter anderem zum Gasausstoß. Diese Rückstände, die die Waffe verlassen, nennt man Schmauch. Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner und Deutschlands anerkanntester Experte für Schussverletzungen. Bei einer Schussabgabe wird Schmauch freigesetzt. Dieser tritt auch an den undichten Stellen der Waffe aus. Wenn der Schütze die Waffe in der Hand hält, schlagen sich diese Gase auch nieder auf der Hand des Schützen, aber in abnehmender Konzentration auch im Handgelenksbereich bis hin zum Unterarm. Um den Schmauch von der Kleidung zu sichern, benutzen Kriminaltechniker unterschiedliche Verfahren. Um Schussresiduen von der Kleidung abzunehmen, gibt es verschiedene Methoden. Ein einfaches Verfahren sind Filmfolienabzüge, mit denen ich die Kleidungsoberfläche abklebe und auf diese Weise ein flächendeckendes Bild der Schmauchverteilung bekomme. Alternativ kann man auch rasterelektronenmikroskopische Stiftprobenträger verwenden. Das sind kleine Stempelchen, mit denen ich Vorzugsbereiche abgreife. Der mit dem Stempel gewonnene Schmauch kommt dann zur Analyse in ein Rasterelektronenmikroskop. Das Rasterelektronenmikroskop ist ein wertvolles Hilfsmittel, um Schmauchspuren zu analysieren. Ich bekomme einerseits ein morphologisch detailliertes Bild und kann an bestimmten Veränderungen diese feinsten Partikel, die bis in den Submikronbereich hineinreichen, mir von ihrer Gestalt her anschauen. Andererseits erhalte ich durch die gleichzeitige Elektronenstrahlanalyse einen Hinweis auf die Elementzusammensetzung in diesem Schmauchpartikelchen. Dabei werden die Elemente mit einem Elektronenstrahl beschossen, die dann spezifische Röntgenstrahlen aussenden. Die charakteristischen Röntgenstrahlen sehen auf dem Monitor wie Pulsschläge auf unterschiedlichen Energiestufen aus. Jede Energiestufe gehört zu einem Element. Die Zusammensetzung von Schmauch, sprich von Schussrückständen, ist schon in gewisser Weise charakteristisch. Wir haben es hier mit verschiedenen metallischen Elementen zu tun und wenn die in einer bestimmten Musterkonstellation vorliegen, kann ich natürlich einen Vergleich zwischen einer aufgefundenen Waffe bzw. abgeschossenen Hülse und einem entsprechenden Vorfall herstellen. Die Tests ergeben, dass an allen Kleidungsstücken auf der linken Seite Schießpulverrückstände vorhanden sind. Und das ist kein Zufall, denn Dowling ist Linkshänder. Wir haben auf jedem Kleidungsstück Schießpulverrückstände gefunden. Für die Staatsanwaltschaft ist nun klar, dass Kevin Dowling die Ermordung von Jennifer Meyers geplant hat, um sie an der Aussage gegen ihn zu hindern.
Am Tag des Mordes ist Dowling zum Angeln an den Muddy Run Lake gefahren und benutzt dort seine Videokamera bis 11.45 Uhr. Ich bin kurz weg, gleich aber wieder zurück. Dann fährt er ans Ufer, versteckt sein Boot im Gebüsch und fährt die 45 Minuten in die Stadt. Verborgen unter einer Perücke dringt Dowling gegen 13 Uhr in Jennifers Galerie ein und schießt dreimal. Dabei setzen sich Schießpulverrückstände tief in die Fasern seiner Kleidung. Gegen 14 Uhr ist Kevin Dowling dann zurück an seinem Boot. Beim Umstellen der Zeit an seiner Videokamera auf 11.24 Uhr vergisst Dowling, dass er als menschliche Sonnenuhr fungiert. Das Videoband entlarvt seine Lügengeschichte. Ich würde ihm am liebsten in den Hintern treten. Er hat überhaupt keine Gewissensbisse. Daran sieht man, wie krank dieser Mann ist. Es ist wirklich erschreckend. Obwohl Kevin Dowling seine Unschuld beteuert, wird er wegen Mordes angeklagt und zum Tode durch eine Injektion verurteilt. Ehefrau Joanne ahnte nichts von der dunklen Seite ihres Mannes und hält die Todesstrafe für berechtigt. Ich hasse Kevin Dowling für alles, was er ist und was er getan hat. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasse. Dieses Videoband werde ich nie vergessen. Denn wie lächerlich ist es zu glauben, dass er mit so etwas davonkommt. Heutzutage gibt es genug Technologien, die beweisen, dass dieses Tape gefälscht ist. Es ist eine Sache, ein Motiv zu haben, eine andere ist es, das Verbrechen zu beweisen. Erst die Kriminaltechnik gab uns die Möglichkeit, es zu überprüfen. Obwohl die Tatwaffe nie gefunden wurde, ist es schon erstaunlich, was heutzutage möglich ist. Ohne dies würden viele Leute noch frei herumlaufen. Es ist schon witzig. Oft sprechen wir von Kriminellen, die im Schatten lauern. Aber in diesem Fall haben die Schatten alles enthüllt. Kevin Dowling wartet bis heute auf die Vollstreckung des Urteils. ...1993 sterben im Westen der USA in einem Indianerreservat mehr als 20 junge Navajo an einer mysteriösen Krankheit. Die Krankheit und deren Verlauf ist den Gesundheitsbeamten unbekannt. Erst Medizinmänner liefern die entscheidende Information, die die Ermittler einmal um die Welt zu einem höchst ungewöhnlichen Killer führt. Four Corners, vier Ecken, heißt das bekannteste Reservat der Navajo-Indianer. Es ist ein 25.000 Quadratmeilen großes Wüstengebiet und berührt die vier US-Staaten Utah, Colorado, New Mexico und Arizona. Gut 1.200 Menschen leben in den abgelegenen Bergen dieser Region und bilden die größte Navajo-Gemeinde Amerikas. Die Szenerie lockt jährlich tausende Touristen an. Die wichtigste Einnahmequelle der Navajo, die schon seit Jahrhunderten dieses Gebiet bewohnen. Dennoch beherrscht Armut die Region, von der auch der 19-jährige Merrill Bahi betroffen ist. Doch etwas unterscheidet ihn von den anderen. Merrill war ein großartiger Mensch. Denn er war ein herausragender Läufer. Jeder, der ihn schon einmal laufen gesehen hatte, sprach von einem Geschenk Gottes. Er liebte es, zu laufen. Merrills Begabung verschafft ihm ein Stipendium an der Santa Fe Indian School. Das Internat ist sowohl räumlich als auch kulturell weit weg von dem, was der junge Mann bisher kannte. Plötzlich kam er auf ein städtisches Internat. Er wusste nicht, wie man ein Bett macht. Vermutlich hatte er bis dahin noch nie unter einem Betttuch geschlafen, sondern nur eine Decke gehabt. Er wusste nicht, wie man ein Bett bezieht.
Er hat das Laken einfach übers Bettzeug geworfen, wie eine Decke. Ich sagte, nein, Meryl, das Bettlaken muss auf die Matratze. Ich musste ihm zeigen, wie man ein Bett macht. Nur langsam gewöhnt sich Bahi an sein neues Leben. Trotz guter Leistungen in der Schule bereitet ihm das Stadtleben Schwierigkeiten. Doch dann lernt er Florina Woody kennen. Etwas Wunderbares geschah. Er lernte ein Navajo-Mädchen aus der Pueblo School kennen. Sie haben sich so ineinander verliebt, dass der Leichtathletiktrainer Florina zum Zeugwart des Teams machte, damit sie die Handtücher verteilt und Meryl sich auch weiterhin auf sein Laufen konzentriert. Da Meryl erwägt, ein Leichtathletikstipendium einer anderen Schule anzunehmen, beschließt das Paar, auf dem Gebiet des Indianerreservats in diesen Wohnwagen zu ziehen. Schon bald wird ihr gemeinsamer Sohn Morris geboren und das Paar beschließt zu heiraten. Kurz nach der Geburt wird Florina krank und glaubt, es sei eine Grippe. Ihr war ganz kalt und sie hatte die ganze Zeit über Schüttelfrost. Es war so, als bekäme sie eine gewöhnliche Erkältung. Florina wird in dem Reservat in ein Krankenhaus gebracht. Den Ärzten berichtet sie, schon seit längerem Asthma und Atembeschwerden zu haben. Röntgenaufnahmen ihres Brustraumes zeigen eine Flüssigkeit in der Lunge. Ihre Lungen schimmerten weiß. Normalerweise sollten sie wegen der unsichtbaren Luft dunkel sein. Offensichtlich war eine Flüssigkeit in der Lunge. Wo die Flüssigkeit herkommt, ist den Ärzten ein Rätsel. Um Florina das Atmen zu erleichtern, bekommt sie Sauerstoff und erleidet sofort einen Schock. Ich sah eine Krankenschwester aus ihrem Zimmer kommen. Sie war völlig durcheinander und weinte. Und da wusste ich, dass etwas passiert ist. Jeder Rettungsversuch kommt zu spät. Der Druck in ihrer Lunge ist zu hoch. Ihr Herz hört auf zu schlagen. Als Todesursache wird akuter Atemstillstand festgestellt. Die erst 21-jährige Florina Woody stirbt am Muttertag. Nachdem sie uns gesagt hatten, dass sie tot ist, durften wir in ihr Zimmer. Ich konnte einfach nicht fassen, dass mein Kind tot ist. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Ich wollte mich an sie klammern und nicht mehr loslassen. Die Ärzte sind ratlos und befürchten den Ausbruch einer ansteckenden Krankheit. Häufig auftretende Krankheiten werden schnell ausgeschlossen. Und Spuren von Drogen oder Pestiziden gibt es auch nicht. Asthma wird ebenfalls ausgeschlossen und eine bakterielle Infektion hätte nicht einen so rapiden Abfall der Blutplättchen verursacht. Es passte einfach nichts, was ich oder meine Kollegen schon kannten. Wir waren beunruhigt, weil wir keine Erklärung hatten. Wir wussten nicht, womit wir es zu tun hatten. Das bringt einen schon aus der Ruhe. Florinas Tod ist ein Schicksalsschlag für Meryl Bahi und seinen neugeborenen Sohn. Als Bahi die Beerdigung vorbereitet, treten bei ihm ähnliche Krankheitssymptome auf. Meryl Bahi stand neben sich und fühlte sich nicht gut. Er glaubte nicht, sich bei Florina angesteckt zu haben. Doch Meryls Zustand verschlechtert sich innerhalb kürzester Zeit. Er wird ins Crown Point Hospital eingeliefert, in dem auch Florina behandelt worden ist. Schnell beschließt Meryl, sich nicht in dem Krankenhaus behandeln zu lassen, in dem Florina gestorben ist. Seine Familie fährt ihn ins Indian Medical Center nach Gallup. Kurz vor der Ankunft verliert Meryl das Bewusstsein. Die Ärzte bringen ihn sofort in die Notaufnahme. Dort stirbt er. Die Todesursache ist akuter Atemstillstand. Meryl Bahi war erst 19 Jahre alt. Sein Tod tritt ein, als gegenüber vom Krankenhaus die Beerdigung seiner Frau stattfindet.
Die Beerdigungsfeier war noch nicht zu Ende, als ein Untersuchungsbeamter kam und Merrills Familie suchte, die zu Flo's Beerdigung gekommen war. Dort wurden sie unterrichtet und danach ging alles drunter und drüber. Ich erlitt einen Nervenzusammenbruch. Der zweite mysteriöse Todesfall und die Gesundheitsbehörden haben keine Erklärung. Die einzige Möglichkeit, die Todesursache festzustellen, ist eine Autopsie. Doch Obduktionen sind in der Navajo-Gemeinschaft verboten. Bei den traditionellen Navajo sind Autopsien verboten. Auch die Stammeshäuptlinge der Navajo haben das Recht, es zu verbieten. Ich glaube, die Regierung hat nicht verstanden, dass wir unabhängig sind, sogar in einem medizinischen Notfall. Die Navajo haben strenge Tabus hinsichtlich des Todes. Den Namen eines Verstorbenen darf man innerhalb der ersten 4 Tage nach seinem Tod nicht erwähnen, da seine Seele auf dem Weg ist und diese Reise soll keinesfalls unterbrochen werden. Doch Bita Bigay möchte Antworten auf ihre Fragen. Sie setzt sich über Tradition und Stammesführer hinweg und bewilligt eine Autopsie. Zusätzliche Dringlichkeit bekommt die Obduktion, als auch noch Merrills und Florinas Säugling krank wird. Nach der Krankenhauseinlieferung kommt der Kleine sofort in Quarantäne. What is it? Where did it come from or... Was ist das? Woher kommt es? Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt und wollte es nun wissen. Es gibt eine relativ geringe Anzahl von Wirkstoffen, die einen gesunden, jungen Menschen innerhalb weniger Stunden töten können. Und wir hatten 2 Menschen, die in einem Haushalt gelebt haben und in einem Abstand von 4 Tagen gestorben sind. Das ist ein höchst außergewöhnlicher Fall und muss daher als eine Art ansteckende Krankheit betrachtet werden. Während die Behörden auf die Ergebnisse der Autopsie warten, breitet sich die tödliche Krankheit weiter aus. In der Woche nach Florinas und Merrills Tod steigt die Zahl der Toten auf 6. Und jeden Tag werden mehr Menschen mit gleichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. New Mexico befürchtet eine Epidemie, in der Region bricht Panik aus. Wir haben Anrufe von besorgten Bürgern, Ärzten und Schulverwaltungen erhalten. Das kommt leider immer dann vor, wenn etwas Dramatisches und Beängstigendes passiert ist und man keine guten Antworten hat. In der Gemeinde herrschte wirklich große Angst, denn keiner wusste, was es war. Jeder wusste zwar, dass weiterhin alles untersucht wurde, doch das reichte nicht als Antwort. Wenn es wenigstens einen Namen gäbe, dann wüsste man zumindest, mit was man es zu tun hat. Die Autopsien von Merrill Behe und Florina Woody liefern nur wenige Antworten. Die geheimnisvolle Krankheit ist noch immer nicht identifiziert. Und so geht das mysteriöse Sterben im Reservat der Navajo-Indianer weiter. Mai 1993. Die Navajo-Radiosender im Reservat Four Corners schlagen Alarm. Viele junge Navajo-Indianer sterben. Täglich wird über neue Erkrankungen berichtet. Da die Gesundheitsbehörden nicht viel über die Krankheit wissen, können Sie keine Vorkehrungsmaßnahmen empfehlen. Für Patienten, die mit Fieber, Husten oder Kopfschmerzen kamen, war es schwer in dieser Zeit. Wir Ärzte mussten sie wieder nach Hause schicken, trotz der Gefahr, dass sie innerhalb von wenigen Stunden sterben konnten. Mittlerweile wird im ganzen Land über den Ausbruch berichtet. Da es scheint, als ob sich nur Navajo-Indianer anstecken, wird die Krankheit Navajo-Grippe genannt. Es herrschte Chaos. Es ist unmöglich, so viele Todesfälle lange geheim zu halten. Wir wussten nichts über die Ursache. Wir hatten viele negative Laborergebnisse und selbstverständlich werden so bei jeder Untersuchung Möglichkeiten ausgeschlossen. Doch die Antwort kannten wir immer noch nicht.
Eine Vermutung ging in Richtung Beulenpest. Der gefürchtete schwarze Tod, an dem im Mittelalter Millionen von Menschen gestorben sind, fordert heute noch weltweit mehr als 1000 Opfer pro Jahr. Die Symptome der Pest, insbesondere hohes Fieber, Muskelschmerzen und der Beginn einer Grippe, ähneln den Symptomen der Navajo-Grippe. Die Beulenpest kommt in New Mexico noch ab und zu vor. Da ist der Staat gut ausgerüstet für entsprechende Tests. Doch das Testergebnis war negativ und das ärgerte die Ermittler, denn sie wussten noch immer nicht, woran das junge Paar gestorben war. Eine weitere Möglichkeit ist die Lungenpest, eine hoch ansteckende Krankheit, bei der der Tod schon nach kurzer Zeit eintritt. Das war bei allen Opfern der Fall. Und so keimt Hoffnung auf bei den Ärzten, denn diese Krankheit kann erfolgreich mit Antibiotika behandelt werden. Doch die Autopsien ergeben etwas anderes. Die Kapillargefäße der Opfer sind geplatzt, wodurch Flüssigkeit in die Lungen gelaufen ist. Das ist bei einer Lungenpest nicht der Fall und ist den Ermittlern auch von keiner anderen Krankheit bekannt. Es war sehr verwirrend und frustrierend. Wir waren einfach nicht in der Lage, es herauszufinden. Das konnte doch nicht so schwierig sein. Ich hatte noch nie so viele Fälle gleichzeitig, die ich nicht verstand. Die regionalen Gesundheitsbehörden ziehen das Zentrum für Seuchenkontrolle, CDC, in Atlanta hinzu. Ein Spezialteam des CDC begibt sich auf die Suche nach den Ursachen und beginnt in dem Wohnwagen, in dem Merrill Behe und Florina Woody gelebt haben. Auch wir wussten nicht, was es war, ob es ansteckend ist und ob es gefährlich ist, dort zu arbeiten. Keiner hatte eine Ahnung, ob man sich auch im Labor anstecken kann oder nur durch jemanden auf der Straße. Die Behörden lösen Bioalarm aus, Risikostufe 4, die höchste Stufe. Mit speziellen Anzügen versuchen sich die Wissenschaftler gegen den Krankheitserreger zu schützen, als sie den Wohnwagen und die Umgebung untersuchen. Sie trugen Anzüge wie Astronauten, die ins All fliegen. Wissen Sie, wie ich meine? Und so tauchten die hier auf. Das hat uns noch mehr Angst eingejagt. Sie haben uns damit richtig erschrocken. Während sich die Mediziner an ihre Experten wenden, nutzen die Navajo-Indianer ihre traditionellen Heiler und Medizinmänner. Sie behaupten, die Krankheit zu kennen, da sie schon einmal aufgetreten ist. Sie sagten, dass die Krankheit in diesem Jahrhundert schon aufgetreten ist. Und zwar im Jahr 1933 und 1918. In diesen zwei Jahren hat es viel geregnet und im Winter in den Bergen viel geschneit. Die Stammesheiler berichten, dass durch die starken Regenfälle die Anzahl der Mäuse im Reservat drastisch gestiegen ist. Und sie vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem hohen Mäusebestand und den Todesfällen. Doch welchen, wissen sie nicht. Ein alter Navajo sagte zu mir als Kind, wenn eine Maus über deine Kleider läuft, verbrenne sie. Niemand wusste, was dieses Sprichwort eigentlich bedeutet. Aufzeichnungen beweisen, dass es in den Jahren 1991 und 92, also kurz vor dem Ausbruch der Krankheit, starke Regenfälle gegeben hat. Doch die Behörden können keinen Zusammenhang zwischen dem Regen, der wachsenden Mauspopulation und dem Ausbruch erkennen. Inzwischen führen Wissenschaftler mit den Gewebeproben der Opfer den sogenannten ELISA-Test durch. Die Tests finden in Hochsicherheitslabors des CDC statt, in denen die gefährlichsten Erreger und Viren der Welt erforscht werden. Bricht im Körper des Menschen eine Krankheit aus, reagiert dieser mit der Produktion von spezifischen Antikörpern. Diese Antikörper werden mit Hilfe des ELISA-Tests isoliert und können so mit bekannten Proben verglichen werden. Zahlreiche Vergleiche werden durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
In den 6 Wochen nach Florina Woodys und Meryl Bahis Tod sterben weitere 12 junge Menschen an der mysteriösen Krankheit. Danach erhält Beta B. Gay seit langem die erste gute Nachricht. Ihr Enkel Morris leidet nicht an der mysteriösen Krankheit und wird aus der Quarantäne entlassen. Und die Ermittler finden eine weitere Spur. Ein Tourist aus Island hat nach seinem Aufenthalt im Reservat die gleichen Krankheitssymptome. Daraus schließen die Wissenschaftler, dass der Ausbruch ökologische Ursachen hat und nicht auf die Navajo-Indianer begrenzt ist. Unglücklicherweise wurde die Krankheit anfangs nur den Navajo zugeschrieben. Doch das war offensichtlich falsch, denn auch andere Menschen waren betroffen. Teilweise war das gegenüber den Navajo beleidigend. Und dann machen die Wissenschaftler die entscheidende Entdeckung. Ein erneuter Vergleich der Antikörper mit denen aus einer alten Untersuchungsreihe bringt den Durchbruch. Die Probe, die eine Ähnlichkeit aufweist, ist über 50 Jahre alt. Sie stammt von einem Soldaten, der 1950 in Korea stationiert war. Auch damals handelte es sich um eine Epidemie, von der mehrere Armeeangehörige betroffen waren. Der Virologin Anna-Maria Eis-Hübinger ist dieser historische Ausbruch bekannt. In den Jahren 1951 bis 1953 kam es bei mehr als 3000 Truppenangehörigen zu einer rätselhaften, schweren Erkrankung. 10% der Erkrankten verstarben, die meisten von ihnen an Nierenversagen. Die Ärzte gaben dem Erreger den Namen Hantavirus, abgeleitet vom koreanischen Han-Tan-Fluss. In dieser Region gab es sehr viele Feldmäuse, deren Kot und Urin den Virus trugen. Sobald die Exkremente getrocknet waren, gelangte der Erreger in die Luft, wurde von den Soldaten eingeatmet und griff sofort die Nieren an. Doch die Wissenschaftler sind sich nicht sicher, ob in Four Corners derselbe Virus wütet, denn bisher war in Nordamerika kein Fall einer Hantavirus-Erkrankung bekannt. Zudem greift die Navajo-Grippe zuerst die Lungen an und nicht die Nieren. Ich hatte keine Ahnung, was ein Hantavirus ist und habe in einem Lehrbuch nachgeschaut, in dem es einen kleinen Absatz dazu gab. Er beschrieb eine Krankheit, die in Asien vorkommt, jedoch kaum Gemeinsamkeiten mit unserer hatte. Um die mysteriöse Krankheit weiter einzugrenzen, führen die Wissenschaftler eine DNA-Analyse durch. Die DNA des koreanischen Erregers wird mit der des Virus aus Four Corners verglichen. Und tatsächlich, die DNA-Profile sind ähnlich, aber nicht identisch. Handelt es sich um die gleiche Krankheit? Wenn ja, wie konnte sie von Korea nach Nordamerika in das Indianerreservat gelangen? Plötzlich erinnern sich die Experten an die Aussagen der Navajo-Heiler. Die Medizinmänner erzählten, dass es nach einem extrem nassen Winter viele Kiefern gibt. Wenn diese Kiefern reichlich Zapfen tragen, wächst die Population der Nagetiere. Als das geschah, starben sehr viele junge Navajo-Indianer. Die Wissenschaftler fangen Wildmäuse in der Four Corners-Region und untersuchen sie. Und tatsächlich, die Mäuse verbreiten ein Virus, dessen DNA-Profil dem aus Florina Woodys und Meryl Bahis Körper entspricht. Dass die DNA dieses Hantavirus nicht mit der koreanischen Variante übereinstimmt, zeigt, dass sich eine neue Form des Erregers gebildet hat. Die Entdeckung eines Hantavirus war eine große Überraschung, weil bislang keine Lungenbeteiligungen bei Hantavirus-Infektionen bekannt waren. Und auch Erkrankungen mit einer so hohen Sterblichkeit, 50% liegt sonst maximal bei den anderen Hantavirus-Typen bis 10-15%, nicht bekannt waren. Sowohl die Experten des CDC als auch die Medizinmänner vermuten, dass der Hantavirus schon seit Jahrhunderten in Nordamerika existiert. Da diese Fälle bis dato aber nur vereinzelt auftraten, wurden sie wahrscheinlich nicht erkannt.
Da die Navajo in ländlichen Gebieten leben, wo die Mauspopulation größer ist, fielen sie dem Ausbruch als erste zum Opfer. Starke Regenfälle hatten in den 2 Jahren vor der Epidemie zu einer Rekordernte von Kiefernüssen geführt und somit für eine wachsende Mauspopulation gesorgt. Experten vermuten, dass Merrill Bahi und Florina Woody die Erreger vom vertrockneten Urin und Kot der infizierten Wildmäuse eingeatmet haben. Die Behörden empfehlen, beim Beseitigen von Mäusekot und Urin eine Maske und Handschuhe zu tragen und zur Prophylaxe den Kontakt mit Nagetieren auf das Nötigste zu reduzieren. Bis heute ist es den Experten nicht gelungen, eine spezielle Behandlungsmethode für den Hunter-Virus von Four Corners zu finden. The song is called The Cheater. You're Bob Cuban and the Inmen. In den 60er Jahren landet der Sänger Walter Scott mit dem Song The Cheater, der Betrüger, einen Superhit. Doch wie bei so vielen anderen Sängern bleibt es der einzige. Er schafft es nicht, den Erfolg mit anderen Titeln zu wiederholen. Nach 14 Jahren, die er fast ununterbrochen auf Tour ist, verschwindet Walter Scott spurlos. Viele glauben, die Textzeile "Hüte dich vor dem Betrüger" ist nicht nur ein Songtext, sondern ein böses Omen. Der berühmte Torbogen von St. Louis erinnert symbolisch an die Rolle der Stadt im 19. Jahrhundert. Für viele Pioniere war die Stadt die letzte Station auf dem Weg in den Westen. Später wurde St. Louis neben Memphis und New Orleans zu einer bedeutenden Stadt im Musikgeschäft. Legenden wie Chuck Berry oder Tina Turner starteten hier ihre Karriere. Und auch Walter Scott, der direkt aus St. Louis stammt. 1966 macht die Gruppe ihre ersten Plattenaufnahmen und wird bald US-weit bekannt, dank Walters Bühnenpräsenz und seiner stimmlichen Bandbreite. Mir ist unbegreiflich, wie er die Texte all dieser Songs behalten konnte. Ich könnte das nicht, darin war er wirklich gut. Er sang gerne, er hat es geliebt. Wenn er in der Badewanne saß, kamen die Nachbarn aus dem Haus und setzten sich in den Garten, um Wally beim Singen zuzuhören. Ich glaube, Wally hätte auch das Zeug für Las Vegas gehabt. Bei unserer letzten Probe war seine Stimme so gut. Er hat mich einfach weggeblasen. Ich hatte keine Ahnung, dass seine Stimme sich so gut entwickelt hatte. Mit dem Titel The Cheater erreicht die Band Platz 12 der US-Charts. Und mit dem Ruhm kommen die Frauen. Ja, er war ein ziemlicher Frauenheld. Er sah gut aus und war für viele Frauen damals so etwas wie ein Filmstar. Und er? Er mochte die Frauen. In den 70er und 80er Jahren singt Walter mit verschiedenen Bands und ist die meiste Zeit auf Tour. Ein Auftritt pro Ort und dann weiter, quer durch die USA. Zu Hause ist er kaum. Es dauert nicht lange, bis Walters Leben dem Text seines Hits entspricht. Hüte dich vor dem Betrüger. Während Walter mit seiner ersten Frau Doris verheiratet ist, hat er eine Affäre mit Joanne Calcutta, die er auf Tour kennengelernt hat. Bald darauf lässt er sich scheiden und heiratet Joanne, obwohl seine Familie dagegen ist. Joanne war falsch. Sie war vom ersten Tag an falsch. Alles drehte sich um Joanne und nichts als Joanne. Ich hatte nicht das Gefühl, ihr vertrauen zu können. Sie war meiner Meinung nach nicht gut für Walter. Aber was sollte ich tun? Weil Walter ständig unterwegs ist, läuft seine zweite Ehe kaum besser als die erste. Er beginnt eine Affäre mit einer seiner Tänzerinnen, Suzanne Flynn. Walter ist aber nicht der Einzige, der fremdgeht. Seine Frau Joanne hat ein Verhältnis mit dem Elektriker Jim Williams.
Sie lernt ihn kennen, als er in ihrem Haus zu tun hat. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und gern miteinander gesprochen. Dass Walter so oft weg war, hat sie ziemlich fertig gemacht. Er war nur 10 bis 12 Wochen im Jahr zu Hause. Jim Williams ist ebenfalls untreu. Er ist seit 20 Jahren mit Sharon verheiratet. Es war wie im Fernsehen. Jeder rannte mit der Frau oder dem Mann eines anderen herum. Im Oktober 1983 erreicht die Familie Williams eine schreckliche Nachricht. Sharon Williams hat einen schweren Autounfall gehabt. Ihr Wagen ist von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgerollt. Nur wenige Kilometer von zu Hause entfernt. Als Hilfe eintrifft, steht das Gras neben dem Auto schon einen halben Meter hoch in Flammen. Sharon liegt vorn im Fußraum des Fahrzeugs und ist bewusstlos. Gegen 19.30 Uhr rief die Polizei an. Meine Frau hätte einen schweren Autounfall gehabt. Ich solle zu Hause bleiben, ein Beamter werde mich gleich abholen. Das Auto ist nur leicht beschädigt, doch Sharon hat eine schwere Kopfverletzung. Sie wird ins örtliche Krankenhaus gebracht, wo man aber nichts mehr für sie tun kann. Der Arzt kam zu mir und sagte, wir können den Stecker rausziehen und sie sterben lassen oder den Stecker drin lassen. Dann bleibt sie noch Jahre in diesem Zustand. Was wollen Sie tun? Jim Williams lässt am folgenden Tag die lebenserhaltenden Maßnahmen abbrechen. Eine Autopsie wird nicht vorgenommen. 2 Monate später ein weiterer Schicksalsschlag, diesmal für Walter Scotts Familie. Walter Scott ist gerade von seiner Tour zurückgekehrt, um die Weihnachtsfeiertage mit seiner Frau und seinen Kindern zu verbringen. Freunde sagen später, Walter habe anders als sonst gewirkt, irgendwie abgelenkt. 2 Tage nach Weihnachten meldet seine Frau Joanne Walter bei der Polizei als vermisst. Er sei mit dem Auto zu einer Werkstatt gefahren, um eine neue Autobatterie zu besorgen, sei aber nicht zurückgekehrt. Der Besitzer der Werkstatt behauptet, Walter sei dort nie aufgetaucht. Am folgenden Tag findet die Polizei Walters Wagen auf einem Parkplatz am Flughafen von St. Louis. Aber Scotts Name taucht auf keiner Passagierliste auf. Er ist spurlos verschwunden. Als der Sänger Walter Scott vermisst gemeldet wird, macht sich sein Vater zunächst keine großen Sorgen. Sein Sohn ist bekannt dafür, spontan irgendwo hinzufahren. Ich dachte, es ist okay. Es war meine Frau, die sagte, irgendetwas stimmt mit Wally nicht. Ich dachte, ach Gott, der wird schon wieder auftauchen. Am folgenden Tag besuchen Walters Eltern ihre Schwiegertochter und sind überrascht, was sie dort sehen. Okay, how are you? I'm holding up. Am Küchentisch sitzt Jim Williams und durchsucht Walters Schmuckschatulle. Es scheint, als wolle er gerade den Wert des Schmucks schätzen. Auf dem Tisch liegen 2 von Walters Waffen. Seine dritte, eine Kaliber .22 Pistole, fehlt. Sind das Walters Waffen? Ja. Was machen die hier? Ich habe sie mir angeschaut. Wie die Polizei erfährt, hat Jim Williams Auto die ganze Nacht vor Joannes Haus gestanden. Joanne betont, Jim habe auf dem Sofa übernachtet. Walter ist erst 24 Stunden verschwunden, als sie seinen Manager anruft und alle Auftritte für die folgenden Wochen absagt. 2 Tage später fahren Jim Williams und Joanne Scott nach Pennsylvania. Dort durchsuchen sie den Tourwagen der Band nach persönlichen Dingen, die Walter zurückgelassen haben könnte. Für die Übernachtung teilen sie sich ein Zimmer. Wir waren zusammen in einem Motel. Sie in diesem Bett und ich in jenem. Sie hat sich nicht ausgezogen und ich habe mein T-Shirt anbehalten. Die Suche nach Walter Scott dauert den ganzen Frühling und Sommer über.
Weder Angehörige noch Musikerkollegen haben etwas von ihm gehört oder gesehen. Ich hatte Zweifel, dass wir ihn jemals finden würden. Ich gab nicht auf. Ich dachte, Wally hat sich aus dem Staub gemacht. Mir kam überhaupt nicht in den Sinn, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. In ihrer Verzweiflung wendet sich Walters Mutter sogar an einen Hellseher. Er sagte mir, Walter liege in sehr kaltem Wasser. Kein fließendes Wasser. Und dort, wo er sei, stehe ein großes rotes Fass oder irgendetwas Rotes am Straßenrand. Er sei nicht weit weg von zu Hause. Daraufhin beschleicht Walters Mutter eine Ahnung, wo ihr Sohn sein könnte. Jim Williams hatte eine rote Tür an seinem Haus. Die Polizei durchsucht Williams Grundstück, findet aber nichts Verdächtiges. 9 Monate nach Walters Verschwinden reicht Joanne die Scheidung ein. Als Gründe nennt sie mutwilliges Verlassen und Ehebruch. Sie heiratet Jim Williams. Etwa zur gleichen Zeit werden im Gerichtsmedizinischen Institut in St. Louis weitreichende Neuerungen eingeführt. Die Stelle eines Rechtsmediziners wird eingerichtet, um bei allen verdächtigen Todesfällen eine Autopsie vorzunehmen. Sie wird besetzt mit Dr. Mary Case. Ich wurde gebeten, einen alten Fall näher zu untersuchen. Ein Aktenstapel, der über einen halben Meter hoch war. Es handelt sich um den Autounfall von Sharon Williams. Der Unfall war eigentlich nur eine geringfügige Frontalkollision und es gab keine Erklärung dafür, warum sie Aufprallverletzungen am Hinterkopf erlitten hatte. Je nach Art des Unfallhergangs treten verschiedene Verletzungen auf, die die Gerichtsmediziner zum Beispiel anhand von Röntgenaufnahmen analysieren können. Bei einer Frontalkollision im Pkw werden Fahrer oder auch Beifahrer zunächst einmal Gesichtsverletzungen erleiden. Manchmal kommen auch seitliche Kopfverletzungen vor, zum Beispiel Anstoß an die A-Säule. Dass aber Verletzungen im Hinterhauptbereich entstehen, ist eher unwahrscheinlich. Bei dem Unfall sind auch andere Umstände verdächtig. Die Fahrertür stand offen und der Fahrersitz war bis zum Anschlag nach hinten geschoben, obwohl Sharon Williams keine große Frau war. Die Benzinleitung war unbeschädigt. Dennoch stand neben dem Auto das Gras in Flammen. Und in der Notaufnahme stellten Krankenschwestern an Sharons Körper Benzingeruch fest. Bei so viel offenen Fragen ordnet Dr. Case die Exhumierung der Leiche an, um eine Autopsie vorzunehmen. Die Exhumierung eines Leichnams setzt in der Regel voraus, dass sich erhebliche Verdachtsmomente ergeben, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Dann werden jedoch alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Leichnam entsprechend zu bergen, eine Obduktion und eine Spurensicherung durchzuführen. Sharons Leiche erzählt eine andere Geschichte als der Unfallbericht. Da waren 2 dumpfe Einschläge am Hinterkopf, die vertikale Platzwunden und äußerst massive Schädelbrüche verursacht hatten. Mit einer leichten Frontalkollision lässt sich das nicht erklären. Deshalb wurde ihr Tod als Mord eingestuft. Dr. Case ist sicher, die Kopfverletzungen wurden mit einem Rohr oder einer Brechstange verursacht, nicht durch den Autounfall. Aber wer hat Sharon getötet? Der Hauptverdächtige ist ihr Mann Jim Williams. Und die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit Walter Scotts Verschwinden, der inzwischen 3 Jahre vermisst ist. Williams hat einen Sohn namens Jimmy. Der hat den Kontakt zu seinem Vater jedoch abgebrochen und verbüßt gerade eine Haftstrafe in Florida. Die Polizei stattet ihm einen Besuch ab. Während des Verhörs macht Jimmy einige Bemerkungen über die Suche nach Walter Scott. Er war sarkastisch, machte sich über die Polizei lustig und sagte Dinge wie: Ihr seid einfach nicht clever genug, die Sache aufzuklären. Es war kalt, die Flüsse waren zugefroren, die Seen auch, der Boden war steinhart. Wo sollte mein Vater die Leiche wohl loswerden? Es kam ihm äußerst verdächtig vor, dass sein Vater auf die Zisterne einen Blumenkasten gebaut hatte. Diese Zisterne sei vorher immer offen gewesen.
Die Polizei erwirkt einen Durchsuchungsbefehl für Williams' Haus. Die Zisterne befindet sich hinten im Garten und ist zubetoniert. Obendrauf sind Blumen gepflanzt. Als wir den Deckel öffneten, sahen wir, dass die Zisterne voller Wasser war. Wir schauten hinunter und auf der Wasseroberfläche trieb etwas, das wie eine Leiche aussah. In einem Jogginganzug, wie ihn Joanne in Walters Vermisstenmeldung beschrieben hatte. Nach der Bergung der Leiche wird die Zisterne trockengelegt. Auf dem Boden befinden sich mehrere große Steine und eine Plastiktüte, die Walters Kreditkarten und Führerschein enthält. Walters Leiche war mit einem gelben Strick verschnürt. Die Handgelenke, Knie und Fußgelenke waren zusammengebunden. Das Ende des Stricks hing etwas herab und war zu einer Schleife gebunden. Die war wahrscheinlich an den Steinen befestigt, die auf dem Grund der Zisterne lagen. Die Autopsie ergibt, Walter Scott wurde durch einen Schuss in den Rücken getötet. Die Röntgenaufnahmen zeigen den sogenannten Snowstorm-Effekt. Wenn die Amerikaner von Snowstorm-Effekt sprechen, dann beschreiben sie damit ein Röntgenbild, das die totale schneegestöberartige Zersplitterung eines Teilmantelgeschosses zeigt. Die Kontraste und Effekte entstehen davon, dass sich hier viele Bleipartikel abbilden. Wegen der fortgeschrittenen Verwesung der Leiche ist es nicht möglich, den genauen Waffentyp zu bestimmen. Ich habe Walter Scott nicht umgebracht. Ich würde doch nicht in den Rücken schießen und damit das Risiko eingehen, das Herz zu verfehlen. Walters Familie glaubt, er sei zu Hause ermordet worden. Ich sage Ihnen warum. Immer wenn er das Haus betrat, zog er die Schuhe aus. Als sie nun seine Leiche fanden, war er vollständig angezogen. Sogar Socken hatte er noch an. Aber keine Schuhe. Jim Williams wird verhaftet und des Mordes an Walter Scott und seiner Frau Sharon angeklagt. Und auch Joanne Williams wird im Mordfall Scott vor Gericht gestellt. Walter wird von seinen Eltern im Mausoleum von St. Louis bestattet. Nachdem seine Leiche 3 Jahre lang im Wasser gelegen hat, wollen sie ihn nicht im Erdboden begraben. Während Jim Williams und die ehemalige Schwiegertochter auf ihre Prozesse warten, hofft die Familie, das Schlimmste überstanden zu haben. Jim und Joanne Williams wird wegen Mordes getrennt der Prozess gemacht. Gegen Jim wird zuerst verhandelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Jim und Sharon Williams am 19. Oktober 1983 einen heftigen Streit haben. Möglicherweise wegen Jims Affäre mit Joanne. Irgendwann kommt Gewalt ins Spiel. Sharon wird 2-mal auf den Hinterkopf geschlagen. Die Schläge zertrümmern ihren Schädel und lösen starke innere Blutungen aus. Um ihren Tod wie einen Unfall aussehen zu lassen, setzt Jim die Leiche seiner Frau ins Auto und fährt eine Böschung herab. Dann setzt er das umliegende Gras in Brand und flüchtet, bevor die Polizei eintrifft. Damit ist Sharon aus dem Weg geräumt. Nun steht nur noch Walter zwischen Jim und Joanne. Bei den gerichtsmedizinischen Untersuchungen wird festgestellt, dass Walter mit einer Waffe in den Rücken geschossen wurde. Seine Leiche wird anschließend in der Zisterne auf Jim Williams Grundstück versteckt. Es gibt keine Augenzeugen. Die Mordwaffe wird nie gefunden. Und das Seil, mit dem Walter Scott umwickelt war, passt nicht zu denen aus Williams Garage. Es gibt jedoch Augenzeugen, die gesehen haben, wie Jim Williams einige Wochen nach Walters Verschwinden die Zisterne zubetoniert und den Blumenkasten aufgesetzt hat. Das Ganze bei -7 Grad während eines Schneesturms. Niemand weiß, wie Walter Scotts Auto zum Flughafen gekommen ist,
und wie Williams nach dem angeblichen Unfall nach Hause gelangt ist. Jim Williams beteuert seine Unschuld und tritt zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand. Dort gibt er zum ersten Mal zu, Walter am Abend seines Verschwindens gesehen zu haben. Ich war in Kents Laden für Autozubehör. Und als ich herauskam, sah ich Walter dort mit einem Typen herumstehen. Groß gewachsen, langer schwarzer Mantel und schwarzer Hut. Sie unterhielten sich, dann stieg der Typ mit dem Mantel in einen schwarzen Cadillac und Walter fuhr hinter ihm her. Aber Williams hat keine Erklärung dafür, wie die Leiche in seine Zisterne gekommen ist. Jim Williams wird in beiden Mordfällen schuldig gesprochen und wird zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Da es gegen Joanne Williams nur Indizien gibt, kommt es in ihrem Fall gar nicht erst zur Verhandlung. In einem Vergleich lässt die Staatsanwaltschaft die Mordanklage fallen. Im Gegenzug bekennt sich Joanne schuldig, die Strafermittlungen behindert zu haben. Diese Entscheidung habe ich zusammen mit meiner Familie getroffen. Joanne wird zu 5 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von $5,000 verurteilt. Nach nur 18 Monaten wird sie aus der Haft entlassen. Für meine Begriffe ist das keine Gerechtigkeit. Wenn ihr zusammen mit Jim Williams der Prozess gemacht worden wäre, würde sie für diese Tat noch sitzen. In seinem ersten Fernsehinterview nach der Verhaftung beteuert Jim Williams weiterhin seine Unschuld. Er deutet an, sein Sohn könne etwas mit dem Mord an Walter zu tun haben. Woher wusste mein Sohn, dass er da drin war? Jimmy sagt, er habe das geahnt. Eine verdammt zutreffende Ahnung, die Polizei an genau den richtigen Ort zu schicken. Kay und Walter Northis sind entsetzt, dass die ehemalige Schwiegertochter nach nur 18 Monaten das Gefängnis verlassen durfte. Es gibt nur eine Person, die ohne Verdacht zu erregen nahe genug an ihn rankommen konnte, um ihn zu töten. Und das war Joanne. Und deshalb glaube ich, dass Joanne Wally erschossen hat. Walter Scott wird vermisst. Von seiner Familie, seinen Freunden und allen, die sein Talent liebten, seinen Witz und seine Persönlichkeit. Ich höre ständig seine Platten. Und wenn ich in Läden komme und dort die Songs laufen, die er dauernd gesungen hat, dann hat mich das zunächst belastet. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt tut es mir gut. Er war im Musikgeschäft wirklich erfolgreich. Und ich verstehe immer noch nicht, wie er all die Texte behalten hat. Im Jahr 2002 trifft bei einer Zeitung in St. Louis der Brief eines Mannes ein, der behauptet, ein Serienmörder zu sein. Der Brief enthält eine Karte mit einem Kreuz, wo eines seiner Opfer zu finden sein soll. Aber die Karte verrät den Gerichtsmedizinern mehr als nur den Fundort einer Leiche. Sie ist der Schlüssel, um den Killer zu finden. Gegenüber von St. Louis, auf der anderen Seite des Missouri in Illinois, liegt East St. Louis. Dort bieten Prostituierte ihre Dienste an, oft um ihre Drogenabhängigkeit zu finanzieren. Alyssa Greenwade ist eine der Frauen, die in diesem hoffnungslosen Kreislauf steckt. Es ist hart, wenn du jemanden liebst und dich so hilflos fühlst. Im April des Jahres 2001 wird die 34-jährige Alyssa im Washington Park erwürgt aufgefunden. Abdrücke an ihren Hand- und Fußgelenken beweisen, dass sie gefesselt war. In der Nähe der Leiche wird ein Reifenabdruck entdeckt und als Beweisstück fotografiert. Er stammt von einem Bridgestone Potenza. Nur 3 Tage später findet die Polizei 3 weitere Leichen. Alle sind als Prostituierte bekannt. Die Opfer waren regelrecht zur Schau gestellt. Sie lagen direkt am Straßenrand. Auf einer der Leichen findet die Polizei einen Hinweis. Es gab keine Schleifspuren an Betty James' Körper, aber auf einem Bein war ein Reifenabdruck. Dieser Abdruck stammt von einem Reifen des Typs Goodrich Advantage, ist also nicht identisch mit dem vom vorherigen Tatort.
Innerhalb der nächsten 5 Monate werden an verschiedenen Stellen in East St. Louis noch 3 weitere Leichen am Straßenrand gefunden. Die Opfer werden auf Spuren einer Vergewaltigung untersucht. In 2 Fällen finden die Rechtsmediziner Sperma, das zur Analyse geschickt wird. Die Polizei ist überzeugt, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt. Die Opfer waren in Position gelegt. Dem Täter ging es offensichtlich nicht darum, irgendetwas zu verbergen oder zu vertuschen. Und offensichtlich war der Fundort nicht identisch mit dem Tatort. 6 Monate nach der ersten Tat hört die Mordserie plötzlich auf. Die Zeit verging und es tauchten keine weiteren Leichen auf. Für uns konnte das dreierlei bedeuten. Entweder war der Täter in Haft, gestorben oder umgezogen. Die Polizei von St. Louis schaltet das FBI ein. Special Agent Melanie Jimenez wird mit dem Fall beauftragt. Ich versuchte, die Informationen so zu bündeln, dass ich sie gesammelt an unsere Abteilung für Verhaltensforschung in Quantico schicken konnte. Ich wollte, dass die Profiler dort ein Täterprofil erstellen. Bob Morton ist der Profiler, der sich mit dem Fall befasst. Er befürchtet, dass diese Morde schwer zu lösen sein werden. Zwischen dem Kunden und der Prostituierten besteht nur eine Geschäftsbeziehung, wenn man es so nennen will. Es ist anonym. Jeder kann einfach kommen und wieder gehen. Die Opfer waren alle farbige Frauen. Die kriminalistische Erfahrung der Experten lässt deshalb vermuten, dass auch der Täter ein Farbiger ist. Das Opferbild korrespondiert nahezu immer mit den sozialen Dialogabläufen, in denen er sich bewegt hat. Das heißt, das Opferbild, das er aus seinem sozialen Nahkreis kennt, das ihm privat vorkommt, das ihm aber auch eine bestimmte Sicherheit suggeriert, das wird er übertragen wollen in die Verbrechenswirklichkeit, weil er glaubt, einschätzen zu können, was ihn dort erwartet. Insofern ist es häufig kein Zufall, dass tatsächlich Serientötungen rassenintern passieren. 3 Monate vergehen ohne ein Zeichen von dem Serienmörder. Dann schlägt er wieder zu. In den folgenden 5 Monaten werden in East St. Louis wieder 3 Leichen am Straßenrand gefunden. Verona Thompson, Yvonne Cruz und Brenda Beasley. Insgesamt gibt es nun 10 Morde. Bill Smith schreibt für den St. Louis Post-Dispatch über die Mordserie. In einem seiner Artikel zeichnet er ein Bild von Teresa Wilson, einem der Opfer. Ich habe ein menschliches Porträt von dieser Frau gezeichnet, die bedingt durch Prostitution und Drogen ein unmenschliches Leben führte. 5 Tage nachdem Bill Smith Artikel über die ermordete Prostituierte in der Zeitung erschienen ist, erhält er einen anonymen Brief. Er hatte einen ungewöhnlichen Absender. Mir fiel auch auf, dass die Briefmarke in der oberen rechten Ecke auf dem Kopf stand. Ich las den Brief und hielt das Ganze für einen Scherz. Ich dachte, da treibt jemand ein böses Spiel mit mir. Lieber Bill, eine rührende Geschichte über Teresa Wilson. Schreiben Sie auch eine über Greenwade. Ist sie gut, erzähle ich, wo die anderen sind. Damit Sie sehen, dass ich es ernst meine, hier der Weg zu Nummer 17. Suchen Sie in einem Radius von 50 Metern um das Kreuz. Bringen Sie die Geschichte in der Sonntagsausgabe, genau wie die letzte. Ich glaube, er war sauer. Ich denke, er wollte uns irgendwie zeigen, dass sie keine menschlichen Wesen sind und dass er eine Art Recht hätte, diese Taten zu verüben. Der Brief erwähnt 17 Morde. Der Polizei sind allerdings nur 10 bekannt. Im Absender sind die Worte I Thraldom angegeben, der Name einer Sadomaso-Webseite. Dem Brief liegt die Karte einer abgelegenen Gegend am Highway 67 bei, auf der ein Kreuz verzeichnet ist. Ich konnte es kaum glauben. Es erschien mir unwirklich. Ich bin immerhin seit über 20 Jahren Zeitungsreporter, fast 25 Jahre. Aber so etwas in dieser Art war mir noch nie zuvor passiert. Ich vergaß fast, wie man als Reporter vorgeht. Ein paar Minuten lang wusste ich wirklich nicht mehr, wie man Fragen stellt.
Smith übergibt den Brief der Polizei. Er spielt mit dem Brief sein Spielchen, ganz stolz auf sich selbst. Er hält sich für schlauer als alle anderen, weil er diesen Brief schreiben kann und für seine Taten Anerkennung bekommt. Das fiel mir zuerst auf. Er sucht nach Aufmerksamkeit. Als die Polizei das auf der Karte beschriebene Gebiet durchsucht, findet sie die Überreste eines weiteren Opfers. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Der Brief stammt von dem Mörder. Es kommt selten vor, dass sich Serientäter unmittelbar an die Medien wenden. Hier scheint es so zu sein, dass es ein Täter ist, der Gefallen gefunden hat an der Berichterstattung, die über ihn nachgelesen werden kann. Und in diesem Zusammenhang hat sich wohl auch ein Journalist aus der Sicht des Täters besonders hervorgetan. Und für den Täter bedeutet es nun eine besondere Form der Zuwendung oder auch Anerkennung, wenn er mit diesem aus seiner Sicht Vorbild unmittelbar in Kontakt tritt, und quasi als Belohnung wird dann auch der Fundort des letzten Opfers mitgeteilt. Wer hat den Brief geschrieben und von wo? Im Absender steht New York, aber laut Poststempel wurde der Brief in St. Louis abgeschickt. Sowohl der Brief als auch die Landkarte wurden auf einem Computer ausgedruckt. Bei der Karte wurde der Copyright-Vermerk der Kartenfirma entfernt. So etwas braucht Zeit. Er würde das nicht in der Öffentlichkeit machen, zum Beispiel in einer Bibliothek oder einem Printshop, wo man Computer benutzen kann. So etwas macht man zu Hause, wo man auch ausdrucken kann. Und er druckte die Karte auf dem gleichen Papier wie den Brief. Wir fanden heraus, dass die Landkarte wahrscheinlich aus dem Internet oder von einer CD-ROM stammte. Das sieht beides sehr ähnlich aus. Er hat keine herkömmliche Landkarte fotografiert oder kopiert. Dieser Mann ist Geheimagent bei der Staatspolizei Illinois. Deshalb können wir seine Identität nicht preisgeben. Seine Aufgabe ist es, den Rechteinhaber oder Lizenzhalter der Landkarte zu finden. Dazu vergleicht er CD-ROMs und Internetadressen, die Karten und Wegbeschreibungen anbieten. Nach stundenlanger Suche findet er die Landkarte, die der Mörder benutzt hat. Sie stammt von einem Internetservice namens Expedia.com. Sie sind eher ein Reiseveranstalter als ein Spezialist für Karten, wenn Sie so wollen. Der Service organisiert alles rund um eine Reise wie Mietwagen, Rabatte für Vergnügungsparks und solche Sachen. Die Karten auf der Webseite von Expedia stammen von Microsoft. Die Landkarte ist markengeschützt. Das heißt, Expedia ist die einzige Seite, die diese Karte anbietet. Das FBI will herausfinden, wer diese Karte von St. Louis zwischen dem Erscheinen des Zeitungsartikels am 19. Mai und dem Poststempel des Briefs, dem 21. Mai, im Internet aufgerufen hat. Wir konnten über einen klar definierten Zeitraum überprüfen, wann diese Karte im Internet benutzt worden war. Unter Strafandrohung wird Microsoft gezwungen, die gespeicherten Daten über Internet-Downloads zu analysieren. Dabei stellt sich heraus, dass in dem bewussten Zeitraum nur ein einziger Computer die Landkarte heruntergeladen hat. Die Größe der heruntergeladenen Karte entspricht dem Ausdruck, der an die Zeitung geschickt wurde. Doch wem gehört der betreffende Computer? Das FBI hofft, einem Serienmörder über seine Aktivitäten im World Wide Web auf die Spur zu kommen. Er hat eine Landkarte von Microsoft aus dem Internet heruntergeladen und sie dann an einen Zeitungsreporter geschickt. Nun soll der Besitzer des Computers ermittelt werden. Microsoft kann die Person nicht mit Namen ermitteln, sondern nur mit einer sogenannten IP-Nummer. Beim Einloggen auf einem Webserver bekommt man eine Internetprotokollnummer. Diese Nummer folgt einem, egal wohin man geht. Die Ermittler machen einen IP-Umkehrprozess. Mit derselben Methode werden Anbieter von Kinderpornografie ausfindig gemacht. Die IP-Nummer besteht aus 4 Zahlengruppen, die durch Punkte getrennt sind und definiert den Standort eines bestimmten Computers im Internet.
Netzwerkrechner mit einer festen Verbindung ins Netz haben normalerweise eine dauerhafte IP-Adresse. Dagegen wird Computern, die sich jedes Mal neu ins Internet einwählen, immer eine neue IP-Nummer zugewiesen. Um den Standort dieses speziellen IP-Benutzers zu finden, wendet sich das FBI an WorldCom, die Firma, die die Einwahlverbindung zwischen Computer und Server vornimmt. Die Nachforschungen von WorldCom ergeben, dass die Landkarte am 20. Mai um 19.36 Uhr von der Expedia-Webseite über den MSN-Online-Service heruntergeladen worden ist. Aufgrund dieser Information haben wir MSN unter Strafandrohung vorgeladen. Die sagten, wie bei Expedia, geht doch zu Microsoft, das ist die Muttergesellschaft. Von Microsoft erfuhren wir dann den Rest, Namen, Zahlungsweise, Adresse und den Ort, von wo sich die Person eingewählt hatte. Die Karte wurde von jemandem mit dem Benutzernamen Maury Travis heruntergeladen. Als ich den Benutzernamen zum ersten Mal sah, wirkte er wie ein richtiger Name. Ich wusste allerdings, dass das nicht heißen muss, dass es der echte Name ist. Das Haus befindet sich in Ferguson, einem ruhigen Mittelklassevorort von St. Louis. Es gehört einer 55-jährigen Frau, die polizeilich noch nie in Erscheinung getreten ist. Die Ermittler glauben nicht, dass sie die Mörderin ist. Doch der Mörder muss Zugang zu ihrem Computer haben. Die Ermittler beschließen, sich das Haus von innen anzusehen. Ich klopfte und sagte, FBI, wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Dreimal habe ich's gesagt. An der Tür erscheinen schließlich ein Mann und eine Frau. Er war sauer. Er trug Boxershorts und das Erste, was er sagte, war, es ist 7 Uhr morgens. Sie haben recht, es ist 7 Uhr morgens. Und wir vollstrecken hier einen Durchsuchungsbefehl. Okay, warum sind Sie denn hier? Wir antworteten, Sie wissen, warum wir hier sind. Er ließ den Kopf sinken und sagte, ja, ich weiß, warum Sie hier sind. Im Haus finden die Polizisten einen Computer, Frauenperücken und Frauenschuhe, ein Elektroschockgerät und eine Sammlung selbstproduzierter Videos. Der Keller ist voller Blut. Decke, Wände, Türen und Teppich. Sogar die Möbel sind bespritzt. Der Mann gibt sich als der 36-jährige Maury Travis zu erkennen. Ein Kellner, der bereits wegen einer Reihe bewaffneter Überfälle Haftstrafen verbüßt hat. Das Haus gehört seiner Mutter, die jedoch nicht dort wohnt. Die Frau bei ihm ist eine langjährige Freundin von Travis. Sie sagt aus, sie sei noch nie im Keller des Hauses gewesen. Sie hatte keine Ahnung, was sich in dem Haus abspielte. Und er wollte das auch so. Neben dem Schreibtisch stand ein Aktenschrank. Den brachen wir auf und fanden dort eine Umhängetasche, die wohl seine Arbeitstasche war. Darin fanden wir Klebeband, Schnur, Stricke, um die Opfer zu fesseln, und einen schlauchartigen Strumpf, den er als Handschuh benutzte. Die Gerichtsmediziner sammeln im Keller Blutproben für die spätere Analyse. Sie stellen fest, dass das Blut von 6 verschiedenen Menschen stammt. Niemand hatte irgendetwas um das Haus herum bemerkt. Da kriegt man ganz schön Angst. Du denkst, die Gegend hier ist sicher und weißt nicht, wer dein Nachbar wirklich ist. Auf der Festplatte des Computers finden die Ermittler mehrere Entwürfe des Briefs, der an die Zeitung geschickt wurde. Am Haus stehen auch 2 Autos. Ein Auto hat Reifen des Typs Goodrich Advantage. Von ihm könnten die Abdrücke auf Betty James Bein stammen. Das andere Auto hat Bridgestone Potenza Reifen. Die Spuren eines solchen Reifens wurden in der Nähe von Alyssa Greenwaites Leiche entdeckt. Travis wird ins Hauptquartier der Polizei von St. Louis gebracht. Er sprach nicht über die Morde und wir fragten ihn eigentlich auch nicht danach. Unser Hauptanliegen war es, ihn dazu zu bringen, mit uns zusammenzuarbeiten und uns zu weiteren Opfern zu führen. Er hatte in seinem Brief von 17 Opfern gesprochen. Wir wollten sie alle finden. Man hat sowas mal gehört, aber dieser Mensch ist einfach nur böse. Jemanden wie ihn habe ich noch nie verhört. Seine ganze Welt drehte sich nur um ihn selbst. Er hatte alles in der Hand. Er wollte im Mittelpunkt stehen. Und er empfand keine Reue, nicht im Geringsten. Man kann nur sagen,
Er ist ein Monster. Er ist abgrundtief böse. Während des Verhörs bittet er um etwas zu trinken. Als wir das Vernehmungszimmer wechselten, ließ ich die Dose ins Labor bringen. Mary Beth Carr tupft die Stellen um die Dosenöffnung ab, um Epithelzellen aus Travis' Speichel zu sammeln und sie einer DNA-Analyse zu unterziehen. Dabei stellt sich heraus, das DNA-Profil des Speichels ist identisch mit dem der Spermareste, die bei den beiden Opfern Yvonne Cruz und Brenda Beasley gefunden wurden. Travis fragt die Polizei, wie sie ihm auf die Spur gekommen ist. Wir sagten ihm, wir hätten eine Computerrecherche über das Internet gemacht. Er fluchte ein paar Mal, sagte dann etwas Nettes über das Internet und fluchte dann wieder über seinen Computer. Es brachte ihn völlig aus der Fassung. Ich glaube, ihm war beim Herunterladen der Landkarte nicht bewusst, was er da tat. Dann dämmerte es ihm. Es traf ihn wie ein Keulenschlag. Beim Verhör weigert sich Travis, die Fundorte der anderen Opfer zu verraten. Am 7. Juni 2002 wird Maury Troy Travis der Entführung und des Mordes angeklagt. Die von ihm gemachten Videos zeigen ihn im Gespräch mit verschiedenen Frauen. Aber auf einem Videoband findet die Polizei schreckliches Beweismaterial. Dort passiert ein echter Mord. Ich meine, man sieht, wie er gerade einen Menschen tötet. Was in seinem Kopf vorging, warum er es tat, das beschäftigt mich. Was bringt jemanden dazu, so etwas zu tun? Ich dachte daran, wie sie ihn anflehte und um ihr Leben bettelte und wie er sie einfach erwürgt hat und dann liegen ließ, mit nichts als einem T-Shirt an und wie er sie gefesselt hat und so weiter. Wissen Sie, es war schwer. Der Täter dürfte den Mord auf Video aufgezeichnet haben, um sich danach anhand dieser Aufzeichnung nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich zu stimulieren. Es ist letztendlich so eine Art geistige Vorlage, um das Ganze nochmals authentisch nachzuerleben. Das ist für viele Täter der besondere Kick, der besondere Thrill, der aber nur über eine bestimmte Zeit anhält. Es ist wie mit einem Reifen, der mit der Zeit sein Profil verliert. Und so ist es auch mit diesem Gewaltkino im Kopf. Irgendwann muss ein neuer, realer Film gedreht werden. Im Haus von Travis finden die Ermittler auch Pläne für den Ausbau seines Kellerverlieses. Er plante, in seinem Keller den Bau eines Gefängnisses mit zwei Zellen. Er hatte über Internet bereits weitere Handschellen und Beinriemen bestellt. Er war sogar dabei, Angebote für den Ausbau seines geheimen Verlieses einzuholen. Weiß Gott, wie weit das noch gegangen wäre. Nach Auswertung der Computerbeweise glauben die Ermittler, dass Travis die Zeitungsberichte über seine Verbrechen mit Vergnügen las. Die Polizei sagt Leute manchmal durch die Medien richtig auf, nachdem sie ihr Verbrechen begangen haben. Sie lesen den Zeitungsartikel oder schauen die Fernsehsendung oder was auch immer und können ihr Verbrechen nochmal erleben und bekommen so noch einen Kick. Am Abend des 20. Mai schreibt Travis also seinen Brief. Am 30 besucht er die Expedia.com-Seite und sucht nach einer Landkarte, um der Polizei zu zeigen, wo sie eines seiner Opfer finden kann. Nachdem er die Karte heruntergeladen hat, entfernt er die Copyright-Hinweise am Rand und glaubt damit, die Herkunft der Karte verschleiern zu können. Doch das ist ein Irrtum. Die Landkarte ist so gut wie ein Fingerabdruck. In diesem Fall der Fingerabdruck eines Computers. So werden viele Verbrechen gelöst. Viele davon sind Online-Verbrechen. Online-Ermittler benutzen diese Methode dauernd. Maury Travis kommt ins Gefängnis, um auf seinen Prozess zu warten. Alle 15 Minuten sehen die Wärter nach ihm, um einen Selbstmord zu verhindern. Er wollte nicht in den Strafvollzug, das sagte er sehr deutlich. Ich werde nicht ins Gefängnis gehen und ihr werdet mir keine Todesspritze geben. Aus unbekannten Gründen lassen die Wachen zwei direkt aufeinanderfolgende Kontrollen ausfallen. Die Zeit reicht Travis, um sich in seiner Zelle zu erhängen.
Seine Schuld hat er nie eingestanden und die Polizei auch nicht zu den Leichen der übrigen Opfer geführt. Hier fand man ihn, erhängt. Er hatte sich die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, hatte einen Waschlappen im Mund und einen Kopfkissenbezug über dem Kopf. Er ist ihnen buchstäblich durch die Finger geglitten. Wenn ich sage, dass ich sauer war, ebenso wie die Leute hier in der Redaktion und die ganze Stadt, dann ist das, gelinde gesagt, untertrieben. Ich glaube, die Leute waren extrem wütend. Auch die Familien dieser Frauen waren das mit Sicherheit. Das hätte auf gar keinen Fall passieren dürfen. Travis nahm alle Antworten mit ins Grab. Wir haben Millionen Fragen. Sie ist eine Braut aus dem Katalog. Die Aussicht auf ein besseres Leben lockt sie in die USA. Doch wenige Jahre nach ihrer Hochzeit verschwindet die Frau spurlos. Der entscheidende Hinweis kommt von einer unerwarteten Quelle. Die Obduktion einer bereits 16 Jahre verstorbenen Frau führt die Ermittler zur Lösung des Falls. Emelita Reeves ist 26 Jahre alt, Ehemann Jack 52. Der ehemalige Armeesoldat arbeitet jetzt als Maler. Zusammen haben sie einen 3-jährigen Sohn. Emelita ist erst 18, als sie nach Amerika geht und ihrer Familie damit aus der Armut hilft. Zu 11 lebten sie in einer Hütte mit 2 Räumen in der philippinischen Stadt Cebu. Sie war die Schönheitskönigin der Gemeinde und ein reizendes Mädchen. Sie wollte zur Schule gehen, aber ihre Familie überzeugte sie, dass sie alle ein besseres Leben hätten, wenn sie einen reichen Amerikaner heiraten würde. Auf Wunsch ihrer Familie veröffentlicht Emelita ihr Foto bei Cherry Blossoms, einem Katalog mit heiratswilligen Frauen. 1987 fliegt Jack Reeves auf die Philippinen, um sie kennenzulernen. Es gab dann noch 2 andere Amerikaner, die sie treffen wollten. Doch Jack stach sie aus. Er bot ihrem Vater mehr Geld als die anderen, worauf der ihn als zukünftigen Ehemann bestimmte. Zurück in Texas hält Jack Reeves sein Versprechen und schickt Emelitas Familie jeden Monat $250. Ein kleines Vermögen verglichen mit den $3, die Emelitas Vater monatlich verdient. Am 11. Oktober 1994 trifft sich Emelita Reeves im Lotus-Restaurant in Arlington, Texas, mit Freunden zum Lunch. Während des Essens vertraut sie ihnen an, dass sie ihren Mann nicht mehr liebt. Sie habe sich in eine Frau verliebt und wolle so bald wie möglich ein neues Leben beginnen. Nach dem Essen geht Emelita einkaufen und verschwindet dann spurlos. Als ihre Freunde sie weder per Handy noch über Pager erreichen können, benachrichtigen sie die Polizei. Bei der polizeilichen Vernehmung sagt Jack Reeves, er mache sich wegen des Verschwindens seiner Frau keine allzu großen Sorgen. Vermutlich sei sie mit ihrer Geliebten durchgebrannt. Jack mochte Pornografie. Er schaute sich häufig Pornos mit Sex zwischen Frauen, aber auch zwischen Männern und Frauen an. Er erlaubte Emelita nicht, mit anderen Männern auszugehen. Sollte er herausfinden, dass sie enge männliche Freunde hätte, mit denen sie ausging, würde er sehr böse werden. Reeves ist überzeugt, dass seine Frau zurückkehren wird. Er war sehr gelassen und erzählte den Beamten, dass sie zurückkommen würde, wie sonst auch. Die Polizei sucht Mona Lisa Pate, Emelitas Geliebte, auf.
Mona Lisa Pate gab uns gegenüber zu, dass sie und Emilita tatsächlich eine Liebesbeziehung hatten. Sie gibt auch zu, dass sie am Abend von Emilitas Verschwinden bis 20 Uhr mit ihr zusammen war. Aber sie wisse nicht, wohin Emilita danach gegangen sei. Zwei Tage später findet man Emilitas Auto nur wenige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt auf einem Supermarktparkplatz. Die Polizei befragt nochmals ihren Ehemann. Zunächst sagte er, sie sei einfach weggelaufen. Aber dann beschloss er, behilflich zu sein und brachte Tom Lenoir Sachen ins Büro, die seiner Ansicht nach dazu beitragen könnten, Emilita zu finden. Doch selbst über den Geruch von Emilitas Sachen können die Spürhunde nichts finden. Jack Reeves setzt für Informationen, die zur Rückkehr seiner Frau führen, eine Belohnung von $25.000 aus. Die Polizei befürchtet inzwischen, dass bei Emilita Reeves' Verschwinden ein Verbrechen im Spiel ist. Als die Ermittler Emilitas Wagen untersuchen, bemerken sie etwas Verdächtiges. Der Fahrersitz war für jemanden eingestellt, der viel größer war als Emilita. Sie war sehr klein. Das Lenkradschloss war entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit nicht abgeschlossen. Und die Alarmanlage war nicht eingeschaltet, was sie sonst immer getan hatte. Der Verdacht auf ein Verbrechen konkretisiert sich, als die Polizei feststellt, dass im Haus der Reeves keine Kleidung von Emilita fehlt. Die Ermittler erfahren auch, dass Emilita ihren Mann nicht geliebt hat. Sie hat Freunden erzählt, Jack habe sie einmal darum gebeten, mit einem seiner Söhne aus einer früheren Ehe zu schlafen. Das habe sie abgelehnt. Die Polizei bestellt Jack Reeves ins Hauptquartier, um Emilitas Wagen abzuholen. Doch Jack hat offenbar die Stadt verlassen. Er ist mit seinem kleinen Sohn zum nahegelegenen Lake Whitney gefahren, an dem er oft zeltet. Dann erfährt die Polizei, dass Jack Reeves seiner Frau erst kürzlich die stattliche Summe von $30.000 geboten hat, wenn sie verspricht, ihn nicht zu verlassen. Emilitas Freunde erinnerten sich an mehrere Unterhaltungen mit ihr, in denen sie große Angst geäußert hatte, dass Jack sie umbringen würde. Genau wie er, so ihre Worte, seine anderen Frauen umgebracht hatte. Jack Reeves war vorher schon dreimal verheiratet. Seine zweite und dritte Frau starben unter mysteriösen Umständen. Seine erste Frau, Amaryllis, ist bei der Hochzeit erst 15 Jahre alt. Ihre Mutter lässt die Ehe später annullieren. 1961 folgt die zweite Hochzeit mit Sharon. Das Paar hat zusammen zwei Söhne. Während Jack mit der Armee in Südkorea stationiert ist, reicht Sharon die Scheidung ein. Um seine Ehe zu retten, fliegt Reeves sofort nach Hause. Einige Tage später ist Sharon tot. Sie hat eine Schusswunde in der Brust. Ihr Tod wird als Selbstmord gedeutet. Wieder in Südkorea lernt Jack seine dritte Frau, Myeong-hui Chong, kennen. 6 Jahre später, während eines Urlaubs am Lake Whitney, sonnt sich Myeong auf einer Luftmatratze im Wasser, während Jack unterwegs ist, um Fischköder zu sammeln. Er behauptete, als er zurückkam, habe er festgestellt, dass Myeong von der Matratze gefallen und ertrunken sei. Ihre Schwester sah bei der Beerdigung Blutergüsse und Kratzspuren an ihren Armen. Vom ersten Moment an, als sie von Myeongs Tod erfahren hatte, erklärte sie, Jack hätte sie umgebracht. Ich sprach mit der Schwester und sagte, was hat das mit Myeong auf sich, können Sie uns das erklären? Und sie meinte, ich habe mich nicht nur wegen der Fingernägel gewundert, sondern auch wegen der Kratzwunden auf Jacks Händen. Diese hätte er sich im Gestrüpp zuziehen können, als er sie aus dem Wasser zog. Aber sie sagte, nein, nein, lange parallele Kratzspuren auf seinen Händen. Da fragte ich mich, ob die wohl von ihren Fingernägeln stammen. Nach der Beerdigung lässt Jack Myeongs Leiche einäschern. Trotz der Bedenken ihrer Familie werden keine Ermittlungen aufgenommen. Nachdem Detective Lenoir von Jacks Vergangenheit erfährt, ist er überzeugt, dass Emilita das Opfer eines Verbrechens geworden ist. Er stellt Jack eine Falle, um zu testen, ob seine Vermutung stimmt.
Er spricht noch einmal mit ihm und hebt dabei die jüngsten Fortschritte bei den DNA-Analysen hervor. Ich hielt ihm einen Vortrag, der völlig frei und spontan erfunden war. Und zwar darüber, dass beim Tod eines Menschen die Zellen auf dem Körper ebenfalls sofort sterben. Die DNA falle dann vom Körper ab und setze sich gewissermaßen im Teppich fest. Den könne man nun Schaum reinigen, Staubsaugen oder sonst was. Die Spuren bekomme man nicht mehr weg. Das Einzige, was man tun könne, sei den Teppich wegzuwerfen. Am nächsten Tag macht Jack Reeves genau das, während Polizisten ihn insgeheim von der gegenüberliegenden Straßenseite beobachten. Er bringt seinen Teppich aus dem Haus zur Mülltonne. Er ist in die Falle gegangen. Es gab keinen anderen Grund, warum er das zu diesem Zeitpunkt hätte tun sollen. Aber die Polizei hat noch keine Beweise gegen Jack Reeves. Und die vermisste Emelita ist noch immer nicht aufgetaucht. Die beste Chance, das Verschwinden von Emelita Reeves zu klären, sieht Detective Tom Lenoir von der Polizei in Arlington darin, die ungewöhnlichen Todesumstände von Jacks früheren Ehefrauen zu klären. Jacks dritte Frau, Myung, ertrank im etwa 3 Meter tiefen Lake Whitney, nachdem sie von einer Luftmatratze ins Wasser gefallen war. Zum Zeitpunkt des Unfalls, so berichtete der dortige Wildhüter, war die Matratze unbeschädigt und voll aufgepumpt. Er hielt es für unwahrscheinlich, dass ein Erwachsener herunterfallen könne und es dann nicht schafft, sie wieder heranzuholen. Der Unfall passierte in 3 Meter tiefem Wasser. Wenn Myung tatsächlich ins Wasser fiel, so fragen sich die Ermittler, warum ist sie dann nicht einfach die kurze Strecke bis zu einer flacheren Stelle geschwommen, wo sie stehen konnte? Leider hat es damals weder eine polizeiliche Untersuchung noch eine Autopsie gegeben. Und eine Exhumierung ist nicht möglich, da Myung Reeves eingeäschert wurde. Jacks zweite Ehefrau Sharon wurde tot in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die Schusswunde in ihrer Brust hatte sie sich nach dem damaligen Ermittlungsstand selbst zugefügt. Da die Ermittler von einem Selbstmord ausgingen, wurde keine Autopsie vorgenommen. Vom Tatort existiert nur ein Foto. Dieses Bild schickt die Polizei an den renommierten Blutspurenexperten Tom Bevel. Jack Reeves sagte der Polizei, er glaube, Sharon habe auf dem Bett gesessen und den Abzug mit dem C gedrückt. Doch die Analyse der Blutspuren zeigt, dass Sharon nicht gesessen haben kann, als sie der tödliche Schuss traf. Das Blut auf Sharons Oberschenkel weist ein L-förmiges Muster auf. Das deutet darauf hin, dass Sharon stand, als das Blut aus der Wunde ihren Oberschenkel hinablief. Erst als sie nach hinten gefallen ist, änderte das Blut die Richtung. Hätte Sharon gesessen, dann hätten die Blutspritze und die Fließspuren völlig anders ausgesehen, nämlich genau umgekehrt. Wenn Sharon aber gestanden hat, dann hätte sie selbst den Schuss kaum so platzieren können. Ich würde nicht sagen, es ist absolut unmöglich, aber doch höchst unwahrscheinlich. Detective Lenoir hat nun einen guten Grund, die Leiche von Sharon Reeves 16 Jahre nach dem Tod zu exhumieren. Die Autopsie nimmt Dr. Jeffrey Barnard, Gerichtsmediziner aus Dallas County, vor. Sie hatte eine Schussverletzung in der Brust. Die Eintrittswunde war im vorderen Brustraum. Die Flugbahn des Projektils zeigte deutlich von rechts nach links. Die Kugel ist also vorne eingedrungen, dann aber scharf zur linken Brustseite abgedreht. Der Einschusswinkel zeigt zudem leicht nach unten. Die exakte Bestimmung des Schusswinkels ermöglicht es den Rechtsmedizinern, eine genaue Aussage darüber zu treffen, ob es ein Selbstmord gewesen sein kann oder nicht. Der Einschusswinkel ist natürlich auch interessant für die Frage nach einer Selbstbeibringung einer Schussverletzung. Positionen, die ich als Schütze selber nicht erreichen kann, insbesondere mit speziellen Waffen, legen natürlich den Verdacht auf ein Fremdverschulden nahe. Insofern ist die Schusswinkelbestimmung also eine
grundsätzliche Aufgabe. Bei dieser Flugbahn hätte sie in ihrer aufrechten Position die Waffe so halten müssen, dass sie nicht in der Lage gewesen wäre, den Abzug zu erreichen und die Waffe abzufeuern. Das heißt, es ist völlig unmöglich, dass sie selbst es getan hat. Diese exakte Flugbahn, die Art, wie sie zum Schluss erschossen auf dem Bett lag und wie das Gewehr kerzengerade aufrecht zwischen ihren Beinen stand, das alles war ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Ich war mir absolut sicher, dass sie sich nicht selbst erschossen hat. Sharon Reeves Todesursache wird nun als ungeklärt bezeichnet, mit Verdacht auf Mord. Jack Reeves war damals im Haus, als der Schuss fiel. Zu diesem Zeitpunkt war niemand anderes im Haus. Wenn Sharon die Waffe nicht selbst abgefeuert hatte, musste es also Jack gewesen sein. Laut Patricia Springers Buch Mail Order Murder ist Jack Reeves nach Emelitas Verschwinden verzweifelt auf der Suche nach weiblicher Gesellschaft. Er ist so verzweifelt, dass er sogar Emelitas 21-jährige Schwester anruft und sie bittet, mit ihm zusammenzuziehen. Als das nicht funktioniert, abonniert er erneut die Zeitschrift Cherry Blossoms und findet in den Anzeigen eine neue Frau, Emilia. Sie stammt ebenfalls von den Philippinen. Doch bevor die beiden sich treffen können, wird Jack Reeves verhaftet. Als wir ihn abholten und mit Handschellen und allem drum und dran ins Auto setzten, fragte Jack Ranger Cummings, was soll das hier? Und Fred sagte, wir verhaften sie wegen des Mordes an ihrer Frau. Worauf Jack fragte, welcher denn? Wir schauten uns an und sagten, das ist eine gute Frage. Jack Reeves glaubt zunächst, es ginge um den Tod seiner Frau Emelita, die seit 5 Monaten vermisst wird. Als er verhaftet wurde, erklärte er mir gegenüber mehrfach, er habe Emelita nicht getötet und dürfe deshalb nicht verhaftet werden. Da sagte ich ihm, dass er wegen des Mordes an Sharon verhaftet worden ist. Und sein Gesichtsausdruck, der Schock, die Art und Weise, wie ihn das völlig aus der Bahn warf, war höchst bemerkenswert. Jack behauptet auch in diesem Fall, unschuldig zu sein. Doch die Ermittler sind davon überzeugt, dass er nicht nur seine dritte Frau Sharon, sondern auch Emelita umgebracht hat. Beweise haben sie jedoch nur für den Mord an Sharon. Als Beweismittel vor Gericht dienen die Blutspuren und die Rekonstruktion der Schussszene. Sie widerlegen die Darstellung von Jack Reeves, dass Sharon auf dem Bett gesessen und den Abzug mit ihrem Zeh betätigt haben soll. Bei der Rekonstruktion der Selbstmordtheorie schafft es eine Beamtin nicht, den Abzug mit ihrem Zeh zu betätigen. Die Geschworenen waren davon fasziniert. Sie waren voll mit dabei und das mussten sie auch, denn wir mussten ihnen beweisen, dass Sharon den Abzug nicht bedient haben konnte. Als zweites mussten wir belegen, dass außer Jack niemand anderes da war, um die Waffe abzufeuern. Und durch dieses Ausschlussverfahren wurde klar, dass er der Mörder gewesen sein muss. Jack Reeves wird des Mordes an Sharon für schuldig befunden und zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Am 1. Oktober 1995, fast genau ein Jahr nach Emelitas Verschwinden, stoßen Jäger am Lake Whitney zufällig auf ein flaches Grab. Darin finden sie die Überreste einer Leiche, die in die Gerichtsmedizin nach Fort Worth geschickt werden. Der Rechtsmediziner Mark Kraus kann die Leiche identifizieren, indem er Emelitas Zahnunterlagen mit dem gefundenen Kiefer vergleicht. Sie stimmen überein. Bei der Leiche werden weder Kleidung, Schmuck noch andere persönliche Gegenstände gefunden. Das passt nicht zu jemandem, der von zu Hause wegläuft. Dr. Kraus hofft, dass die Knochen darüber Aufschluss geben, wie Emelita getötet wurde. Es sind jedoch keine Knochenverletzungen, Einschusslöcher oder Stichwunden festzustellen. Und der Zungenbeinknochen wird nicht gefunden. Wenn das Zungenbein auf eine bestimmte Weise gebrochen ist, wissen wir, dass das Opfer erwürgt wurde. Das heißt, so gewürgt wurde, dass der Knochen beschädigt wurde, was dann sehr wahrscheinlich zum Tode führt. Dr. Kraus macht jedoch eine andere wichtige Entdeckung.
In dem Grab stößt er dort, wo Emilitas Lunge war, auf winzige einzellige Organismen, sogenannte Kieselalgen. Das ist von entscheidender Bedeutung, denn Kieselalgen können Experten Aufschluss darüber geben, wo und wie Emilita ermordet wurde. Kieselalgen kommen überwiegend in feuchten Medien vor. Dazu zählen zum einen Süßwasser wie Bäche, Seen, Flüsse und so weiter. Sie erscheinen aber auch im Meerwasser, im Atlantik, in der Nordsee. Sie kommen in Bodenproben vor. Sie werden teilweise auch durch die Luft verbreitet und sind mitunter auch im Trinkwasser nachzuweisen. Woher stammen die Kieselalgen in Emilitas Lunge? Wir haben an der Stelle des Grabes, wo sich ihre Lunge befand, Überreste dieser mikroskopisch kleinen Lebewesen in einer relativ hohen Dichte nachgewiesen. An anderen Stellen traten sie dagegen in einer deutlich geringeren Konzentration auf. Daraus kann man schließen, dass sie ertrunken ist, wobei Wasser mit Kieselalgen in die Lunge geriet. Bei der Zersetzung ihres Körpers wurden diese im Erdreich abgelagert. Ihr Tod wird als Mord eingestuft. Sie wurde ermordet und ihr Körper war nicht gut vergraben. Offensichtlich geschah das in Eile. Ich halte es für wahrscheinlich, dass sie ertränkt wurde, dass sie durch Ertränken getötet wurde. Später fährt die Polizei mit Reeves kleinem Sohn zum Lake Whitney. Er erzählt den Beamten, sie sollten auf das große Loch achten und zeigt dabei in die Richtung, wo das Grab seiner Mutter war. Zusätzlich behauptet er, sein Vater habe seiner Mutter in der Badewanne wehgetan. Es besteht die Möglichkeit, offen gesagt ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass Jack seinen Sohn bei sich hatte, als er Emilita vergrub. Der Junge machte eine bemerkenswerte Aussage, aus der hervorging, dass er sich in diesem Gebiet bestens auskannte. Er war sogar in der Lage, den Fundort von Emilitas Leiche genau zu zeigen, was unseren Verdacht verstärkte, dass er tatsächlich dabei war, als seine Mutter begraben wurde. Jack Reeves wird wieder vor Gericht gestellt. Dieses Mal wegen Mordes an Emilita. Obwohl er alles leugnet, wird er erneut schuldig gesprochen. Wenn seine Frauen das Wort Scheidung erwähnten, war das ihr Todesurteil und er brachte sie um. Jack Reeves wird zu 99 Jahren Gefängnis verurteilt. Bis zu seinem 106. Lebensjahr hat er keinen Anspruch auf vorzeitige Entlassung. Seattle, US-Bundesstaat Washington. Im Jahr 1992 werden innerhalb von 6 Monaten mehr als 75 Brände gemeldet. Alle sind offenbar absichtlich gelegt worden. Es ist der größte Fall von Brandstiftung in der amerikanischen Geschichte. Gelöst wird er mit Hilfe von Täterprofilen, Hypnose und einem Kunstwerk. In der Nacht des 9. August 1992 werden die Feuerwehrleute zu einer Brandkatastrophe außerhalb von Seattle gerufen. Wenige Kilometer voneinander entfernt stehen 3 Kirchen in Flammen. Als wir eintrafen, hatte das Feuer schon seinen Höhepunkt erreicht. Die Flammen schossen oberhalb des Altarraums heraus und das war ein sehr großer Altarraum. Ich würde schätzen, er war etwa 3 Stockwerke hoch. Als am nächsten Morgen die Mitglieder der lutherischen Trinity-Gemeinde eintreffen, ist ihre Kirche völlig zerstört. Reverend Rouse hält trotzdem einen Gottesdienst. Der Parkplatz wird zur provisorischen Kirche. Vor der noch rauchenden Glut hält die von dem Brand schockierte Gemeinde ihren Sonntagsgottesdienst ab. Polizeihunde suchen nach Spuren brennbarer Flüssigkeiten, doch ohne Erfolg. Und auch bei der chemischen Analyse der Trümmer werden keine Brandbeschleuniger festgestellt. Wir konnten am Brandort so gut wie kein Beweismaterial sichern. Es gibt auch keine Zeichen von Vandalismus.
Das Motiv scheint reine Lust am Nervenkitzel zu sein. Alle Feuer begannen an der gleichen Stelle, in Brusthöhe im Erdgeschoss. In den folgenden Wochen werden 8 weitere Kirchenbrände gelegt, 6 davon in lutherischen Kirchen. Nach einer Weile sind auch Firmen und Privathäuser von Brandstiftung betroffen. In einer einzigen Nacht brechen 12 Feuer aus. Alle Brände werden nachts gelegt, ohne die Hilfe von Brandbeschleunigern. Ich sah, wie Menschen mitten in der Nacht ihre brennenden Häuser verließen, wie sie alles verloren und in ihren Nachthemden dastanden, mit nichts als ihrem Leben, und ihre Kinder weinten. Wir hörten Berichte, wie Leute aus dem Fenster sprangen oder durch die Fenster herausgeholt wurden, und Berichte über die katastrophalen finanziellen Konsequenzen. Eine Frau ist zu Hause, als das Feuer ausbricht. Ich kam gerade aus der Badewanne, als ich seltsame Geräusche vor meinem Haus hörte, wie zerbrechendes Glas. Ich ging aus dem Badezimmer und bei der Eingangstür stand die ganze linke Wand in Flammen. Sie holt ihren Mitbewohner und läuft mit ihm zur Haustür. Als wir die Haustür öffneten, stand die gesamte Veranda in Flammen. Uns war also der Weg abgeschnitten. Es war schrecklich. In solchen Momenten musst du dich schnell entscheiden. Wenn ich überleben will, muss ich hier weg. Die beiden schaffen es, durch die Hintertür vor dem Feuer zu flüchten. Zwischen August und Januar vergeht kaum eine Nacht, ohne dass eine weitere Familie ihr Haus verliert. Mit jedem weiteren Feuer wird der Brandstifter mutiger. Er wurde sehr waghalsig. Er legte Feuer und sah gleichzeitig der Familie durchs Fenster beim Abendessen zu. Wie durch ein Wunder kam bei den bisherigen Bränden niemand ums Leben. Ich nannte unseren Brandstifter einen Guerillakämpfer, weil er immer im Schutz der Dunkelheit vorging und herumschlich, ohne gesehen zu werden. Er legte die Feuer und war verschwunden, bevor der Brand überhaupt entdeckt wurde. Er war sehr, sehr schnell und arbeitete im Verborgenen. Privatleute bilden Wachmannschaften, um ihre Wohngegend zu schützen. Örtliche Feuerwehren machen Nachtpatrouillen. Aber die Brände hören nicht auf. Der Brandstifter scheint mit den Ermittlern zu spielen. Er ließ die Feuerwehr überall ausrücken. Wir hatten einen Brand in einem Teil der Stadt und dann legte er in der Nähe einer Feuerwache auf der anderen Seite der Stadt Feuer. Also wusste er genau, wo die Feuerwehren waren. Aus den Orten, wo der Brandstifter Feuer legt, können erste Rückschlüsse auf das Motiv des Brandstifters gezogen werden. Wenn ein Serienbrandstifter die Brände innerhalb eines bestimmten Gebiets legt, dann ist das ein nicht zufälliges Verhalten. Man könnte zunächst annehmen, dass die Objekte selber für ihn eine besondere Bedeutung haben. Aber in diesem Fall ist es so, dass die Objektauswahl x-beliebig war, das heißt willkürlich. Insofern spielen die Objekte nur eine untergeordnete Rolle. Die Tathandlungen selber dürften sich vielmehr gegen diejenigen richten, die das Feuer zu löschen haben, also Feuerwehr, Feuerwehrleute. Eine Spezialeinheit wird gebildet, um die Ermittlungen zu koordinieren. Sie gibt ein psychologisches Profil des Täters in Auftrag. Durch Befragungen früherer Brandstifter arbeiten Psychologen Gemeinsamkeiten heraus. So gewinnen sie wertvolle Erkenntnisse über den Typ Mensch, der solche Straftaten begeht. Das Profil beschreibt den Brandstifter als jungen Erwachsenen weißer Hautfarbe, rund 20 Jahre alt, mit einem Alkohol- oder Drogenproblem. Er ist intelligent, aber erfolglos und hat wahrscheinlich gerade ein größeres Trauma erlebt. Vermutlich arbeitet er als Verkäufer oder als Lieferant, da er die Gegend offenbar sehr genau kennt. Der Täter hinterlässt keine Spuren. 2 Monate nach Beginn der Brandserie wird er bei Feuer Nummer 28 jedoch leichtsinnig. In der Nähe des Fensters, wo das Feuer gelegt wurde, finden die Ermittler 2 Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke werden per Computer mit Hunderttausenden registrierter Abdrücke verglichen. Es gibt keine Übereinstimmung. Das heißt, der Brandstifter ist vorher noch nicht straffällig gewesen. 2 Wochen später, beim Feuer Nummer 42, begeht er einen weiteren Fehler.
Im Schnee neben der Brandstelle wird Urin gefunden. Mit der Zeit wird auch der Serienbrandstifter nachlässig. Routine stellt sich ein. Die Taten werden nicht mehr so akribisch geplant und die Tatausführung erscheint eher schlampig. Das heißt, er hinterlässt Spuren, die durch die Polizei entsprechend gedeutet und ausgewertet werden können. Findet man zusätzlich am oder an den Tatorten Spuren, die symbolhaften Charakter haben, etwa wenn er Urin hinterlässt, dann ist das ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass er seinen Häschern, der Feuerwehr, den Feuerwehrleuten, ein Höchstmaß an Geringschätzung zukommen lässt. Die Experten sammeln Proben für eine DNA-Analyse. Aber da der Urin mit Schnee gemischt ist, ist eine Isolierung von Zellen für die Analyse schwierig. Es waren so wenige Zellen darin, die man entnehmen konnte, dass eine wissenschaftliche Analyse nicht möglich war. Monate vergehen, die Brandserie geht weiter. Und die Ermittler sind bei der Suche nach dem Täter keinen Schritt vorwärts gekommen. Man befürchtete, dass die Anschläge auf bewohnte Gebäude nicht aufhören würden. Unsere größte Sorge war, dass es bald Todesopfer geben würde. Leider bestätigen sich diese Befürchtungen am 22. September, kurz nach Mitternacht. In einem Altenheim mit mehr als 400 Bewohnern bricht ein Feuer aus. Drei Bewohnerinnen des Heims kommen ums Leben. Ich fühlte mich persönlich für ihren Tod verantwortlich, egal ob das richtig war oder nicht. Diese von mir empfundene Schuld war so extrem, dass ich kurz danach wirklich jeden Lebenswillen verlor. Die Polizei sucht jetzt nicht nur nach einem Brandstifter, sondern nach einem Mörder. Schließlich sorgt die Berichterstattung in der Presse für die erste Spur. Eine Frau ruft die Polizei an und berichtet, sie sei in der Nähe eines Brandes mit einem Mann zusammengestoßen. Dieser Mann fiel ihr auf, durch seine modische Kleidung, seine Gestik und dadurch, wie er roch, nach Alkohol oder Rasierwasser. Sie behauptet, der Mann sei betrunken gewesen und habe die Brände erwähnt. Sie habe sein Autokennzeichen zwar kurz gesehen, sich die Nummer aber nicht aufgeschrieben. Da der Vorfall bereits einige Wochen her sei, könne sie sich nur vage an sein Aussehen erinnern. In ihrer Verzweiflung entschließen sich die Ermittler zu einem ungewöhnlichen Schritt. Es ist der riskante Einsatz von forensischer Hypnose. Nach 60 Bränden in Seattle und Umgebung haben die Ermittler endlich eine heiße Spur. Eine Frau ist in der Nähe eines Brandes mit einem verdächtigen Mann zusammengestoßen. Er war betrunken und redete viel über die Brände. Da dies aber einige Wochen her ist, kann sie sich nicht an sehr viel erinnern. Die Ermittler entschließen sich daraufhin, es mit forensischer Hypnose zu versuchen. Die Hypnose soll wichtige Informationen hervorbringen, die die Frau bei einer normalen Befragung nicht abrufen kann. Mit Hypnose werden andere Menschen sozusagen in Trance versetzt. Und Trance ist ein Zustand, den kennen wir auch, wenn wir zum Beispiel zwischen wach und schlafen sind. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist ja nach innen gerichtet. Wir nehmen kaum noch Sachen von außen wahr. Und wir können sehr stark in Bildern denken. Unser Zeitempfinden verändert sich. Und so können wir sozusagen an Gedächtnisinhalte ran, möglicherweise die sonst weggespült sind ein bisschen oder verdeckt sind von den anderen Einflüssen. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass forensische Hypnose in einem derart wichtigen Fall eingesetzt wird. Und es ist riskant. Das Problem eben mit der Hypnose, weswegen es wahrscheinlich vor Gericht schwer zu verwerten ist, dass man eben diese hohe Fehlerquote hat von Scheinerinnerungen, Sachen, die tatsächlich nicht stattgefunden haben. Und das eben auseinanderzuhalten ist schwer, weil der Betroffene unter Hypnose glaubt, er hat wirklich eine wirkliche Erinnerung, die er da hervorholt. Und das ist natürlich bei Beweisfragen nicht ohne. Für Ermittlungen sozusagen als ideengebendes Prinzip wird es in Deutschland von der Polizei eingesetzt, aber nur bei Zeugen, nicht bei Verdächtigen.
Als die Zeugin an den Alkoholatem des Mannes erinnert wird, setzt dies Bilder der Brandnacht frei und fördert die Erinnerung. Es ist so, dass unsere Erinnerung oft sozusagen gespeichert ist, wie in verschiedenen Ordnern, die durch bestimmte Schlüsselreize sozusagen der Zugang ist. Das sind oft Sinneseindrücke wie Schmecken, Riechen, Hören. Und wenn man unter Hypnose sozusagen den richtigen Zugang findet, hier dann war das der Alkoholgeruch, dann kann man dieses Erinnerungsfeld sozusagen aufschließen, die Tür, und kommt an Details ran, an die man sich sonst nicht erinnert hätte. Die Zeugin erinnert sich an einen Mann, groß, schlank, mit nach hinten gekämmtem Haar, gut angezogen, unter anderem mit einem Oberhemd. Er schien betrunken zu sein. Sein Auto, eine Limousine, möglicherweise blau, war ungewöhnlich sauber. Und die teilweise Erinnerung an das Nummernschild kehrt zurück. Ich sehe den Buchstaben K. Auf die Frage, ob sie sich noch an etwas anderes erinnern kann, antwortet sie, an eine 4 und ein M. Das ist alles. Es ist so, dass wir viel mehr wahrnehmen, als uns bewusst sind. Also es wird ganz viel rausgefiltert an Informationen, über 90%, was wir sehen, riechen, hören, weil wir würden es nicht ertragen. Wir wären sozusagen überflutet. Und solche verdeckten Erinnerungen, sage ich mal, die uns nicht bewusst sind, können dann durch bestimmte Fragetechniken oder etwa durch Hypnose hervorgerufen werden und dann wirklich verblüffende Details wie ein Nummernschild, Kleidungsfarben, Arten von Kleidung, von denen man gar nicht wusste, dass man die aufgenommen hat, können dann sozusagen so hervorgerufen werden. Sie war sehr aufnahmefähig, eine großartige Zeugin. Nach ihrer Befragung sprach ich mit ihr und ich würde sogar sagen, sie hat ein fotografisches Gedächtnis, das weitergeht als bei den meisten anderen Menschen. Unter all den Befragungen, die ich gemacht habe, war diese wahrscheinlich einzigartig. Es gibt 500.000 Limousinen im Norden des Staates Washington, deren Nummernschild mit K beginnt. Deshalb glauben die Ermittler, dass die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen die zentrale Rolle spielt. Um die Beschreibung zu Papier zu bringen, wird der Polizeizeichner John Hinz eingeschaltet. Er befragt die Zeugin nochmals unter Hypnose. Das war das einzige Mal, dass eine Zeugin unter Hypnose stand, während ich eine Zeichnung anfertigte. Das waren schon ungewöhnliche Umstände. Hinz bittet sie, das Gesicht des Mannes in verschiedene Zonen einzuteilen und sich an besondere Merkmale seines Aussehens zu erinnern. Polizeizeichner kategorisieren das menschliche Gesicht nach besonderen Merkmalen. Es gibt zum Beispiel 9 verschiedene Augenformen, 5 unterschiedliche Kopfformen und so weiter. Jedes von der Zeugin beschriebene Merkmal wird auf einem Bogen festgehalten. Außerdem wird ein FBI-Identifizierungskatalog benutzt, um dem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Diese Methode wenden Phantombildzeichner häufig an. Die Gesichtsmerkmale auf den Fotos sind eine visuelle Hilfe für den Zeugen. Ich habe da immer einige Fotos zur Hand, die ich dem Zeugen vorlegen kann, und damit er sich die anschaut, und beim Anschauen dieser Fotos kommt dann häufig der Aha-Effekt und dann sagt er, also die Augenpartie von diesem Menschen auf diesem Foto hatte auch der Täter, oder die Kinnpartie, die Nase oder sowas. Das ist eine Hilfestellung, die man leisten kann. Doch nicht jedes Gesichtsmerkmal wird gleich gut erinnert. Der Mund zum Beispiel ist mit das Wichtigste im Gesicht. Und das können wenige so exakt mir beschreiben, den Mund. Ne? Die Augenpartie und die Haare und die Kopfform schon eher. Aber der Mund, was nur mit das Wichtigste ist im Gesicht, da hapert es doch bei vielen. Mit Hilfe der Informationen aus der Befragung fertigt Hinz eine Zeichnung an. Dieser Vorgang ist eine ungewöhnliche Kombination von Befragungsgeschick und Zeichentalent. Jedes Merkmal und Detail, das die Zeugin beschrieben hat, fließt in das Bild mit ein. Nach 2 Stunden konzentrierter Arbeit ist die Zeichnung fertig.
Vielleicht ist dies das erste Bild von dem Brandstifter. Dieses Phantombild soll der Polizei helfen, dem Schrecken ein Ende zu machen. Man kann davon ausgehen, dass in etwa ein Fünftel aller Phantombilder, die gefertigt werden, auch zum Erfolg führt. 5 Monate nach Beginn der Brandserie geben die Ermittler das Phantombild zur Veröffentlichung an die Presse. 2 weitere Bilder werden als Kontrolle ebenfalls veröffentlicht, um sich gegen falsche Hinweise abzusichern. Die Presse veröffentlicht auch das psychologische Profil des Brandstifters. Es dauert nicht lange, bis sich die Veröffentlichung bezahlt macht. George Keller glaubt, die Identität des Brandstifters zu kennen. Er geht sofort nach Hause, durchkämmt seine Mobiltelefonunterlagen und findet heraus, dass eines seiner Geschäftstelefone an den Tagen der Brände unweit der Brandorte benutzt wurde. Außerdem zeigen Belege seiner Firmenkreditkarten, dass eine der Karten an denselben Tagen in der Nähe der Feuer zum Benzinkauf verwendet wurde. George Keller steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Die Person, die die Firmenkreditkarte benutzt hat, ist sein Sohn Paul, der auch eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Phantombild hat. Ich sagte mir, es gibt eine beträchtliche Ähnlichkeit zwischen diesen Bildern und meinem Sohn Paul. Dann ging ich das Profil durch und suchte nach einem entscheidenden Charakterzug, der nicht zu Paul passt. Aber ich konnte keinen Punkt aus dem Profil ausschließen. Paul Keller ist 27 Jahre alt und arbeitet in der Werbeagentur der Familie. Er ist das älteste von 3 Kindern. Seine tief religiöse Familie gehört dem lutherischen Glauben an, was erklären könnte, warum er die ersten Feuer in lutherischen Kirchen legte. Seine Dienstfahrten führten ihn in die Gebiete, in denen Feuer gelegt worden sind. Sein Vater brachte das völlig durcheinander. Aber mit der Zeit bekamen wir von ihm und seiner Frau mit, dass Paul in ihrer Familie von Anfang an für Unruhe gesorgt hatte, fast seit seiner Geburt. Pauls Vater sagt aus, sein Sohn sei von Feuer besessen. Er habe sich um einen Job bei der Feuerwehr beworben, sei aber abgelehnt worden. Bereits im Alter von 9 Jahren habe er ein Feuer gelegt. Auch andere Merkmale des Profils passen. Er ist intelligent, war aber immer schlecht in der Schule. Er hat Probleme mit Alkohol und er steckte, bedingt durch seine Scheidung und finanzielle Sorgen, in einer schweren emotionalen Krise. Kein Serienbrandstifter greift wahllos oder willkürlich zum Feuerzeug oder zum Streichholz. In aller Regel passieren solche Delikte in einer akuten Lebenskrise. Das heißt, der Täter bekommt mehr und mehr den Eindruck, dass nichts mehr geht, dass er in einer Sackgasse steckt. Die ersten 3 Buchstaben und Ziffern seines Autokennzeichens entsprechen genau den Angaben der hypnotisierten Zeugin. Die Ermittler stellen Paul Keller unter Beobachtung. 10 Tage lang wird er in der Hoffnung beschattet, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Die Sondereinheit versuchte, ihn zu überwachen, was eine echte Herausforderung war. Zwischendrin verloren sie mehrfach seine Spur. Und dann brach Panik aus. Schließlich wird Paul Keller verhaftet. Als die Polizei bei ihm an die Tür klopft und den Haftbefehl zeigt, ist er überrascht. Wenig später wird er abgeführt. Als Keller wenig später im Hauptquartier der Polizei eintrifft, wartet dort sein Vater auf ihn. George Keller ist ein Bär von einem Mann. Als er seinen Sohn umarmte, hielt er ihn fest und sagte, es ist vorbei, Sohn, es ist alles vorbei. Ich sagte, es ist alles vorbei. Dein Leben, wie es heute Morgen noch war, ist vorbei. Zunächst beteuert Paul Keller seine Unschuld. Muss ich heute ins Gefängnis oder werde ich wieder entlassen? Ich habe doch nichts Unrechtes getan.
Nach 15 Minuten Verhör machen ihm die Ermittler Komplimente und sagen, er sei der beste Brandstifter, den sie je gesehen hätten. Sie meinen wohl, ich sei ein böser Kerl, oder? Sie sind für uns absolut faszinierend. Wir haben Respekt vor dem, was Sie hier geleistet haben. Das ist erstaunlich. Und dann gesteht Keller, dass er 75 Brände gelegt hat, einschließlich des tödlichen Feuers im Altenheim. Paul Kellers Fingerabdrücke stimmen mit denen überein, die an einem der Brandorte gefunden wurden. Seine Vorgehensweise war überraschend einfach. Er ging einfach auf das jeweilige Gebäude zu und benutzte sein Feuerzeug. Haben Sie diesen Brand gelegt? Ja, ich ging einfach die Treppe hoch, da war Wellpappe. Sie können noch sehen, wo etwas davon übrig ist. Ich habe immer das Gleiche gemacht. Wusch, das ging echt schnell. Ich drehte mich um und die Tür stand weit offen und ich stand da in dieser Stimmung und dann zündete ich einen Stuhl an. Der ging richtig los. Das war das einzige Mal, dass ich da blieb, um zuzuschauen. Es ging schnell. Ja, sehr schnell. Es löste auch gleich mehrere Alarmanlagen aus. Und das Motiv? Keller behauptet, im Alter von 12 Jahren von einem Feuerwehrmann sexuell belästigt worden zu sein. Paul Keller wird wegen Brandstiftung und Mordes zu 99 Jahren Gefängnis verurteilt. Erst im Alter von 113 kann er Haftentlassung beantragen. Es ist sehr schwer zu erklären, warum ich das getan habe. Es gibt auch keinen rationalen Grund. Ich war nicht böse auf die Gemeinde, nein, aber ich fühlte mich sehr leer. Und ich dachte, vielleicht sollten sich andere genauso leer fühlen wie ich. Aber es war die Sache nicht wert, das zu tun.